Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber, zweifache Mama, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg und Gründerin der Kathi Weber Herzenssache. Und ich möchte dir helfen, mit meinen Angeboten zu verstehen, was dein Kind wirklich mit seinem Verhalten sagen möchte. Eine Elternschaft zu leben ohne Belohnung und Bestrafung in Verbindung mit deinem Kind. Und hier kommt jetzt ein IGTV von meinem Instagram-Kanal. Da findest du mich unter Kathi Weber Herzenssache. Und ich habe eine Vision. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Dabei kannst du mich effektiv unterstützen in meiner Wirksamkeit. Mit einem Like, einem Kommentar und einem Abonnement meines YouTube-Kanals. Kommentier auf jeden Fall dieses Video, welche Impulse du für dich aus diesem IGTV herausziehst. Ich freue mich drauf und sage viel Spaß. Das ist die Party zum dreijährigen Jubiläum vom Podcast Familie Verstehen. Ich bin sehr aufgeregt, warte jetzt, bis alle da sind. Die ersten kommen schon. Hello, hello. Aha, meine erste Gästin ist auch schon da, wie ich sehe. Die Dani ist da. Es wird ja hier eine Community-Party heute. Insofern werde ich doch einige von euch kennen. Die Colli ist da. Juhu, Martina. Die Kerstin. Und einige davon habe ich gestern Abend bereits gesehen, als wir die Übungsgruppe hatten vom großen Online-Kurs. Und da haben wir mächtig gefeiert. Ich bin stark übermüdet und ein wenig verkatert. Gleichzeitig bin ich immer noch voll euphorisch und die Endorphine haben mich durch den Tag getragen. Jane ist da, die liebe Doga ist da. Hello, hello. Kommen Sie alle rein. Und wir haben heute einiges vor, also ich zumindest. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Ich habe hier auf jeden Fall schon ein Gläschen parat zum Anstoßen. Also falls du gleich mit anstoßen möchtest, hol dir gerne was, was auch immer, ne? was ihr so bekommt. Und wir werden heute 3 Jahre Familie Verstehen feiern. Das ist mittlerweile ja schon seit etwas längerem der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland. Das verkünde ich natürlich mächtig mit Stolz. Und ich werde heute ein bisschen was über die Geschichte erzählen des Podcasts. Und Maike ist da. Huhu. Victoria. Habe ganz viele Gäste heute am Start. Ich freue mich über alle sehr. Und habe mir so einen kleinen redaktionellen Plan überlegt. Es wird auf jeden Fall länger gehen als eine Stunde und am Ende gibt es mindestens einen absoluten Special Gast, vielleicht sogar zwei, wobei alle meine Special Gäste sind. Die oder der sind nur einfach nochmal was ganz anderes, Besonderes. Ihr werdet dann verstehen, warum. Ja, ob ihr mich heute nochmal in blond seht? Nein, die Perücke habe ich im Büro vergessen. So ist es. Dafür habe ich die Flasche Cremant mitgebracht. Also, ja, ne, ein bisschen schont es immer. Ich werde auf jeden Fall meine Blondhaar-Katjuscha-Perücke auch irgendwann nochmal auflegen. Das war gestern in der Party, falls ihr es bei Instagram gesehen habt. Die Niki ist da. Huhu. Und danke für die Glückwünsche, Doreen. Prioritäten, Jen, genau, Prioritäten, definitiv. Was habe ich mir aufgeschrieben? Genau, ein bisschen was über die Entstehung des Podcasts, wenn wir sprechen, auch mit meinen Gästen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gäste ich heute habe. Es sind einige auf jeden Fall. Björn und Christian sind da. Hurray! Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, die Herrschaften. Und genau, ich habe ja eine Vision. Die trage ich hier in meiner Brust, in meinem Herzen und in meinem ganzen Körper. Dass wir gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und ich freue mich, dass wir mittlerweile so unglaublich viele Menschen sind. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, ja, ich habe mir heute mal die aktuellen Zahlen geben lassen von dem Podcast. Und wir knacken heute oder morgen, jetzt fange ich an zu heulen, die 2 Millionen HörerInnen-Marke. Ist es geil. Das sind einfach so unfassbar viele Menschen, die diesen Podcast hören. Und mindestens ein Mensch davon ist bereit, meine Vision mitzutragen. Und ich weiß, dass es viel, viel mehr sind. Und ich weiß, dass es immer mehr werden und dass wir einfach krass was bewegen. Und die aktuelle Podcast-Folge geht ja auch genau darum, die Jubiläumsfolge, um meine Wirksamkeit, um eure daraus entstehende Wirksamkeit und am Ende um unsere gemeinsame
Wirksamkeit. Und ich habe überall Gänsehaut gerade. Falls du die Podcast-Folge schon gehört hast, hast du gehört, wie emotional das für mich gewesen ist. Und es ist einfach immer noch sehr emotional. Vor allen Dingen diese Momente. Ihr dreht durch in den Kommentaren. diese Momente, ich sitze da halt in meinem kleinen Büro im Hinterhof irgendwo in Berlin und mache da halt meinen Kram die ganze Zeit. Und wenn ich das dann so hautnah mitbekomme, was da los ist, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen, dann ist das schon sehr, sehr bewegend und berührend. Und die Dani schreibt gerade, danke, dass sie teil sein durfte in der Podcast-Folge. Dani ist eine, die eine Sprachnachricht hinterlassen hat für die Podcast-Folge. Es gab ganz viele. Namen Günther. Moin. Du bist einer meiner Gäste. Du wirst später noch aufgerufen. Ich habe einen redaktionellen Plan. Mir ist Struktur sehr wichtig. Was ist, wenn ich in der Fortnite-Runde bin? Kann ich nicht pausieren? Was ist hier los? Also da... Mir ist da Zuverlässigkeit auch wichtig. Du hast mir doch dein Wort gegeben. Ja, aber nicht, dass ich speziell eingeteilt werde. Doch, Uhrzeit. Du meintest, ich komme dann irgendwann dazu. Nein, das besprechen wir nochmal später. Geh mal in dein Zimmer, da ist nämlich der Mike und der weiß Bescheid. Immer schildert er mein Zimmer. Ja, wir haben halt nur Privatsphäre und so, ne? Ja, ja. Das besprechen wir mal in einem Günterview. Ja? Meine Fresse. So. Günni hat auch Prius. Ich sag's euch. War eigentlich alles besprochen. Ne? Mein Konzept, Leute. Es ist 20.35 Uhr. Legen wir los. Wir laden die erste Gästin ein. Vorher möchte ich noch sagen, denkt ans Gewinnspiel, das Jubiläumsgewinnspiel. Erstmalig und wahrscheinlich auch vorerst einmalig verlosen wir jeweils einen Kurs und ein Videotraining unter dem aktuellen Post. Bis morgen 9 Uhr könnt ihr mitmachen und dann werden wir auslosen. Hey Moni, bist du am Start oder was? So, und jetzt begrüßen wir ganz herzlich meine erste Stargästin, die bereits, wartet mal eben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 Folgen zu Gast war, heißen Sie herzlich willkommen mit einem tobenden Applaus meine Freundin, mein Herzensmensch und Martina. Herzlich willkommen. Sie tritt ein, sie kommt, wir applaudieren alle und schreien. Ich höre dich nicht. Warum höre ich dich nicht? Hörst du mich nicht? Jetzt höre ich dich. Ich sitze im Bett. Ich habe leider heute einen leichten Krankheitstag, aber ich konnte es einfach nicht mitmachen. Mein Mann hat so geschimpft. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ja, vielen, vielen Dank, du Herz. Du hast vorhin Bescheid gesagt, dass es dir nicht so gut geht. Und dann habe ich meinen ganzen redaktionellen Plan umgeschmissen. Das ist das fünfte Mal heute. Und bin total froh, dass du wenigstens jetzt ganz kurz dabei bist. Sag deinem Mann, sag ihm halt die Klappe. Genau, sage ich ihm. So wie ihr halt miteinander redet. Ich stoße auf dich an mit Himbeerblättertee. Ja. Wunderbar. Himbeerblättertee und Cremant. Martina, auf den Podcast heute. Auf den Podcast, auf dich, auf deine Wirksamkeit. Kathi, ich hatte gerade Gänsehaut, als du 2 Millionen gesagt hast. Ist das krass. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, 2 Millionen. Ich feiere dich so. Das ist unfassbar. Wenn du überlegst, was du bewirkt hast, wenn du überlegst, dass du 2 Millionen Menschen mit der Vision, die du hast, erreichst, das ist doch das ist unglaublich. Ich kann es gar nicht glauben, Schatz. Nee, Schatz. Und du bist ja ein großer Teil davon, mein Herz. Also ja, auch vielen uns. Dank, dass ich das sein durfte, dass ich in jeder Folge mit dabei sein durfte. Ja, ich sag ganz kurz, weil ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, welche Folgen wir alle gemacht haben, weil wir ja auch so viele andere Sachen noch zusammen machen. Und am liebsten würde ich noch viel mehr mit dir machen. Ja, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja, ich habe vorhin auf dem Fahrrad gedacht, warum machen Martina und ich nicht einfach alles zusammen? Das wäre eigentlich so viel schöner. Das wäre viel schöner. Deswegen sind wir schon so in so vielen Sachen zusammen, gell? Ja. Und irgendwann wird auch das noch mehr und wir haben ja auch zusammen große Pläne. So, heute Podcast. Ich sage dir, Podcast im Vordergrund. Dein Podcast. In welchen Folgen du zu Gast warst. Mhm. Und zwar ist es einmal die für mich mit intimste Folge. Mhm. Folge 23 zum Thema Umgang mit Trauer, die entstanden ist aufgrund eines Todesfalls einer Freundin von mir und wie Waltraud das mitbekommen hat, als ich die Nachricht bekommen habe. Und das hat quasi dann bei mir den Impuls ausgelöst. Ich möchte das gerne den Eltern mitgeben. Und du warst bereit, mich dabei zu begleiten. Ich liebe diese Folge.
Ja, ich liebe sie auch. Ja, es war auch für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich in der Zeit für dich da sein durfte. Ja. Ja. Und dann haben wir Folge 27 und 28 zu einem unserer Lieblingsthemen, Umgang mit Wut. Oh ja, die sind auch herrlich, die beiden Folgen. Da Ja. haben wir einfach alles rausgehauen. Gefühlt haben wir alles reingepackt. Irgendwie schon. Ich meine, das machen wir ja sowieso immer. Doch die, ich So glaube, viel wie bis. möglich in doppeltem Tempo sprechen. Kein Es ist, Problem. also Leute, es ist ungefähr so, wenn wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, haben wir meistens noch so ungefähr 20 Minuten Zeit, obwohl wir eigentlich 40 Minuten bräuchten. Und Ja, dann sagen ja. wir mal doppeltes Tempo. Doppeltes Tempo. Und ich weiß noch, dass ich auch, es war die Trauerfolge und auch die Wutfolgen, das waren beide, da habe ich fast meinen Zug verpasst, weil wir natürlich nicht aufhören konnten zu reden. Dann haben wir Folge 44 und 43, da geht es um den Umgang mit deinem Wolf, mit deiner eigenen Wut. Also die Wutfolgen, die ich eben genannt habe, sind ja die Wutfolgen des Kindes, also Umgang mit Wut des Kindes. Und dann haben wir nachgelegt in Folge 44 und 43 oder 43 und 44, Umgang mit deiner Wut. Und dann haben wir relativ aktuell die Folge 66 gemacht, Hausaufgaben und wie dein Kind gerne in die Schule geht. Da warst du natürlich auch noch mal meine erste Wahl. Stimmt, die hatte ich gar Ja, nicht mehr auf dem Schirm, ich sag es genau. dir. Und das Da sind habe ich mal eins, die zwei. Grundschullehrerin raushängen Da lassen. hast du die Grundschullehrerin raushängen lassen. Das ist auch in Ordnung, weil die warst du ja bis vor kurzem noch und die wirst du im Herzen immer bleiben. Also. Die bleibe ich im Herzen immer, ja, immer mal wieder merke ich das. Dein armer Mann. Wobei der ist ja auch Lehrer. Der kriegt jedes Mal ein Zwischenzeugnis, du, immer im Februar. Kriegt er einen Zwischenbericht. Oh, könnte ich auch mal eins bekommen von dir? Ja klar, immer so die ganzen Entwicklungsschritte in der Paarbeziehung halte ich alles fest. Aber Ja, wunderbar. natürlich bedürfnisorientiert. Selbstverständlich. Also ohne Noten. Ja, also das waren 6 Folgen, Martina, in denen du mittlerweile von den 73 zu Gast warst. Und es ist mir immer wieder eine Freude. Mal gucken, wann du das nächste Mal kommst. Jetzt haben wir ja erstmal ein paar andere Sachen zu tun. Wir Ja, so ein sind. paar Bücher schreiben und Ja, ich bin weg. Wir sind ja Freitag verabredet. Ich hoffe, dein Infekt ist bis dahin kuriert, weil wir haben ganz schön was zu tun. Machen wir alles am Freitag. Ja, klar, wir machen das immer alles ganz schnell, im Genau. doppelten Tempo. Haben wir die Geschwisterfolge genannt? Und die habe ich versäumt. Das waren Stimmt, sieben. die Geschwisterfolge. Dann wisst Dankeschön. ihr, ihr Lieben, es war nicht unser Kennenlernen. Ich kannte Kathi nicht und sie hat irgendwann unter meinem Beitrag zu Geschwistern geschrieben, ach, da passt doch mein Podcast dazu. Und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Und dann war ich in Berlin und dann haben wir es das erste Mal gesehen. Und das ist die War ein Folge Blind Ewige Date. Gerechtigkeit unter Geschwistern Genau. oder in der Familie oder so. Ja. Stimmt, die habe ich unterschlagen. Es sind 7 Folgen. Ist das krass? Ja, es ist echt Ja. krass. Und War weißt du, Liebe auf den ersten Blick, ich weiß nicht. das, ja, und wir saßen in diesem uneingerichteten, kahlen, kalten Zimmer in irgendeinem so alten, unrenovierten Bunker von Berlin. Das war mein erstes Büro. Ich habe mich ein wenig gesteigert. Das Zimmer ist jetzt ein bisschen größer, was ich haben muss. Jetzt, wo du es sagst, kommt mir das wieder. Und nie zu vergessen, bei unserem ersten Treffen in München, ich komplett fernsehgeschminkt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich war ja bis vor kurzem noch Fernsehmoderatorin und werde es ja auch im Herzen immer bleiben. Und bin halt nach der Aufzeichnung direkt da zum Treffen mit Martina, war noch komplett fernsehgeschminkt. Die muss halt auch gedacht haben, was ist mit der denn los? Wie sieht die aus, wenn du so eine krasse Maske auf hast? Ich hatte so einen Hunger, wie immer. Und Dann habe hat mir sie die diese. weltschlechteste Lasagne gegessen, die ihr euch vorstellen könnt. Ich dachte mir, das kann die sich nicht ernsthaft reinschieben. Ich weiß nicht, wie viele Tage die schon in dieser Auflaufform war. Aber da dachte ich mir, die scheint irgendwie unkompliziert zu sein. Ja, das behaupte ich ja auch immer von mir. Ich wäre sehr unkompliziert. Mein Mann behauptet genau das Gegenteil. Ich verstehe es nicht. Wir kommen sehr gut miteinander Ja, klar. Ne? also ich empfinde das als sehr unkompliziert. Du kannst ja gleich mal meinen Mann fragen, der hat wahrscheinlich auch eine andere Meinung über mich. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ach, Martina, ein großes Fest. Lass uns nochmal anstoßen Ja, auf die 7 auf dich, gemeinsamen auf Folgen. deinen Erfolg und auf die ganzen anderen wundervollen Folgen, auf die ganzen anderen wundervollen Gäste, die bei dir dabei Ja, sind und es vor wird hier allem noch auch ordentlich, natürlich es wird noch auf die ordentlich knallen, Hörer, sage ich dir. auf Ja, die ja. Hörerinnen und Hörer, weil ohne die könnte deine Vision nicht so groß werden. Das stimmt, Schatz. Und meine Vision ist ja auch ein Teil von deiner oder andersrum, wie auch immer. Ah, es ist so ein armes Zeugnis, mit dem Himbeerblättertee anzustoßen. Ach du, nicht? Du, nächstes Mal trinke ich das Doppelte. Das weißt du ja, dass ich Genau, das das mit kann. dem doppelten Tempo, doppelt trinken, Ja. wir wissen, wie das geht.
Genau. Sie weiß, dass ich es eigentlich kann, nur heute ist Ausnahme. Ich bin das heute Ausnahme. Nachmittag aus irgendwelchen Gründen kurz zusammengebrochen. Ja, Schatz, ich will. Jetzt hängst du kurz. Oh, es sind so viele mit dabei mit dir. So, es hat sich auf einmal mit meinen Earpods oder was verbunden. Ich weiß gar nicht, wo die liegen. Hört ihr mich wieder? Hast du die Blumen bekommen hinten Ja, die habe ich von meinen für Eltern dein bekommen. Jubiläum? Von meinen Eltern. Ja, die waren halt im Büro. Ist gleich erstmal, als wir Oh. Mittagessen waren, die Vase umgekippt und riesen, riesen Sauerei im Büro. Es ist ja immer irgendwas. So, ihr Also ich Lieben. würde sagen, auf die nächste Million im nächsten Jahr, oder? Okay. Ja, Immer groß denken, Kathi. das stimmt, das stimmt. Das machen wir die nächste Million, das nächste Jahr fett. Mal gucken, wo wir bei 4 Jahren sind. Ich verabschiede dich ins Bett. Du Danke, erholst Schatz. dich. Wir Ich liege sehen hier uns. schon. Ich werde mich einfach gleich wieder nach unten legen. Habe hier die Wärmflasche überall und ja. Gut. Und du weißt, du hattest angefragt wegen eines Freundinnen-Telefonats. Also zusätzlich zu unserem Treffen am Freitag hatte ich dir in dieser Sprachnachricht Vorschläge gemacht. Jetzt ist Martina weg. Hallo? Martina ist weg, das macht nichts. Dann holen wir jetzt die Maike ins Spiel. Vielleicht kommt Martina gleich nochmal, macht das WLAN gleich nochmal was an. Und jetzt können wir Gäste, da ist Maike, laden wir Maike ein. Und zu Maike gibt es natürlich auch was zu erzählen. Da ist sie! Hallo. Ich habe was vergessen bei Martina. Ich begrüße jetzt jede Gästin mit ein bisschen Konfetti. Jetzt hast du es nicht gesehen. Warte. Die werden mich alle umbringen hier zu Hause. Irgendwie fällt das nicht runter zu mir. Schade. Das wäre auch ein geiler Trick gewesen, oder? Maike, herzlich willkommen. So geil, dass du heute Abend bei der Party dabei bist. Denn es gibt was zu erzählen. Lass uns anstoßen auf den Podcast. Yay. Und Genau. wem Maike neu ist, auch Maike war bereits zu Gast im Podcast. Folge Nummer 18, A wie Arztbesuch. Und das ist allerdings auch nicht das Einzige, was wir zusammen gemacht haben, denn wir waren schon öfter live. Das habe ich jetzt nicht gezählt, wie oft wir zusammen live Oh waren. ja. Sowohl bei dir als auch bei mir. Und wir haben uns kennengelernt bei dem, ich glaube, es war mein erstes Einführungsseminar in Hamburg. Nee, es Genau, war da es haben wir mein uns persönlich erstes, wo ich auch noch kennengelernt. die Flipcharts im Zug habe liegen Ja, lassen. genau. Und du bist, glaube ich, also von dir weiß ich es, dass du eine meiner ersten Hörerinnen gewesen bist, vor genau 3 Jahren, als der Podcast online ging. Genau, der wurde mir vorgeschlagen in dieser Timeline. New Ach. In oder keine Ahnung was. Und da habe ich der Host, ja, GfK, ich kannte die ja schon in der Theorie. Ja. Und ich dachte, ja, guckst du, hörst du mal rein? Ja. Bin sofort hängen geblieben. Das war ja, die erste Folge ist ja A wie anziehen. Genau, Ja. ja, genau. Bist Und da hängen war geblieben mein und Kleiner ja gerade fast 2, also genau das Alter, wo es. hast du? Und dann wäre meine Frage, du bist dann erstmal hängen geblieben und bist heute ja hängen geblieben. Warum bist du noch dabei? Ich meine, ich freue mich riesig. Ja, ich nenne es ja immer, es ist ein Prozess und ich glaube, der wird auch so schnell nicht aufhören. Der wird immer weiter vorangetrieben durch Impulse hier, Impulse da. Und du hast einfach für mich die vorher irgendwie in meinem Hirn vorhandene graue Theorie greifbar gemacht und hast es für mich ermöglicht, einfach das Ganze auch auf Familie zu beziehen, weil in den wenigsten Fällen. Zumindest die Bücher, die ich irgendwie in der Hand hatte oder so, wie es mir mal begegnet ist in Vorträgen oder so, ging es immer einfach nur um zwischenmenschliche Beziehungen und seltenst um Kinder und Familien. Und das war ja genau das, was mich da auch eigentlich so umgetrieben hat. Und ich weiß noch, ich habe die Folgen, ich habe dann immer auf dem Weg zur Arbeit, das waren immer 20 Minuten hin und zurück. Und dann habe ich halt an 2 Tagen eine Folge gehört und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt die anderen Tage? Und am Anfang hast du ja sogar auch noch wöchentlich Nee, veröffentlicht. das habe ich nie gemacht. Nee? Nee, das habe ich nie gemacht. Oder,
Oder war das nicht am Anfang, dass das schneller hintereinander ging? Irgendwie habe ich das so. Nee, das machen heutzutage die Leute, die neu veröffentlichen, weil das besser ist. Das wusste ich ja alles nicht. Ich bin ja wie so eine wie blauäugig da reingestartet. Dazu erzähle ich heute auch noch. Nee, das war, ich bin tatsächlich immer im Zwei-Wochen-Rhythmus gewesen. Meine Folgen waren früher halt, glaube ich, viel länger. Ich versuche, kürzer zu werden. Ah, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann immer so ein Loch hatte und immer gedacht habe, wann kommt endlich die nächste Folge? Ja, wow. Und was wollte ich noch sagen? Du hast, glaube ich, meine, damals hatte ich ja noch viel, viel weniger Followerinnen auch bei Instagram, ne? Das, da habe ich natürlich noch viel mehr mitgekriegt, wobei ich mir auch heute immer noch Mühe gebe und Niki mich da ja auch selber unterstützt. Du hast mir, glaube ich, eine Sprachnachricht hinterlassen oder irgendwas. Und ich habe genau, ich habe dir auf jeden Fall irgendwie geschrieben und dir ein Lob geschickt. Oh, ich bin total aufgeregt. Hier, guck mal, meine Brille. Ich fieber hier so mit dir. Genau, auf jeden Fall habe ich dir irgendwie geschrieben und dir ein Feedback dagelassen. Ne? Ja. Ja. Und so kam das dann irgendwie, dass wir dann so... Ja, ja. Und dann sind wir in Kontakt gekommen und auch bis heute ja geblieben. Also da bin ich schon auch irgendwie ja, auch stolz drauf, dass ich dich auch immer wieder, weiß ich auch nicht, immer wieder inspirieren darf. Ich denke immer, also Maike, die weiß jetzt eigentlich alles. Also. Ich weiß nicht, wann das passieren wird. Ich habe sogar letztens noch mal eine Folge jetzt gehört. Ich weiß nicht, was war dann das noch? Komme ich jetzt nicht drauf. War das sogar die erste? Auf jeden Fall habe ich irgendwie ein Thema jetzt mit meinem zweiten Sohn und habe mir dann die passende Folge noch mal dazu angehört. Ah ja, guck, das also will ich heute so... Ich komme ja wieder. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie... Dass ja. Als ich es einmal gehört hätte und dann bin ich Guru, so ist es ja eben. Deswegen glaube ich, dass das mit Martinas Ziel, dass wir im nächsten Jahr die 3 Millionen schaffen, gar nicht so weit weg, weil, wie gesagt, also diese Themen hören halt nicht auf und das ist halt wunderbar, dass immer mehr Leute davon mitkriegen, ne? Und das will ich sowieso heute noch so ein bisschen rausfinden. Ich möchte gerne wissen, zum Beispiel, wer hat am schnellsten gesuchtet? Ich weiß von einigen, die den Podcast erst viel später entdeckt haben und dann ja, wie so besenkte Säue, alle Folgen hintereinander gehört haben. Mhm. Ich dachte mal gucken, wer hat am schnellsten gesuchtet. Ist natürlich auch davon abhängig, wann du eingestiegen bist. Mittlerweile sind es 73 Folgen. Wenn du irgendwie eingestiegen bist, als es 20 waren, ist es einfacher als mit 73. Und wer hat am häufigsten eine Folge wiederholt gehört? Also gibt es jemanden, der 10-mal eine Folge gehört hat? Keine Ahnung. Also mein GfK-Buddy hier vor Ort hebt gerade die Hand von wegen am schnellsten gesuchtet. Ach, tatsächlich, ja? Ja. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wer ist sie denn? Julia. Juli Pitz? Ja. Die kann ich doch kurz dazu holen hier. Warte mal, wo ist sie denn? Die ist bestimmt im Bett bei der Kleinen. Oh, wie kann ich denn das, wie kann ich sie denn einladen? Warte mal. Diktier mir mal, wie sie geschrieben wird. Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall war sie hier. Ich sehe immer nur die unterste Folge, deswegen, ja. Nein, das ich jetzt nicht so. Juli PTZ. So. Ja. Juli.PTZ, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Da ist sie. Wir schreiben so mal selten gucken, ob sie kommt. Hat abgelehnt. Ja, die liegt garantiert im Dankend Bett. Abgelehnt. Bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen in Verlegung gebracht. Ja, also auf jeden Fall hat sie anscheinend sehr schnell gesuchtet. Ja. Und andere schreiben hier. Ja, ja, hier einige. 2 Jahre in 2 Wochen. Alter Schwede, das ist bei Melanie. Okay. Sie ist gerade in der Einschlafbegleitung, schreibt sie. Ja, Laibu schreibt, ich schicke jede gehörte Folge an meinen Mann. Er flippt schon aus, kommt nicht hinterher. Und Marie schreibt, ja, ich bin so eine besenkte Sau. Und hier Ole Sia schreibt, ja, haha, die Großelternfolge mindestens 10-mal gehört. Wow, echt, die Großelternfolge? Interessant. Die ist natürlich, also die Großelternfolge gibt es ja einmal mit meiner Mama. Und einmal mit deinem Papa. Und 2 Folgen mit meinem Papa. Die hier auf meiner Liste stehen, sind natürlich für mich ganz besondere Folgen. Sowohl die mit meiner Mutter, das ist Folge, ich habe das versucht zu notieren, Folge 16, die mit meinem Papa sind 54 und 6, nee, 58, ach, ich weiß es nicht, 58, 59, wie auch immer. Und dann gibt es 2 Folgen mit meinem Mann, auch sehr besonders, weil das eigentlich so gar nicht sein Ding ist. Und mit Günther, mit meinem Sohn, gibt es 3 Folgen sogar. Mhm.
das sind einfach sehr, ja, nochmal anders besondere Folgen halt. Ne? Ich liebe alle Folgen und die sind einfach wegen der familiären Nähe. Ja, ja, danke schön. Danke, Maike. Sind denn daraus eigentlich die Günterviews entstanden, aus diesen Podcast-Folgen, die ihr da gemacht habt? War das sozusagen der Startpunkt für euch? Na, da fragst du ja am besten Niki und Jennifer. Ich glaube, die Idee hatte Jennifer aus dem Team und Niki hat sich den Namen ausgedacht und die haben sich da, glaube ich, auch besprochen. Ich glaube, wahrscheinlich war das so ein Anreiz, ne? Ja. Und wir planen jetzt, überlegen auch, ob wir nochmal was mit Günther im Podcast machen. Ich überlege nur, wie machen wir ein spezielles Thema, beantworten wir nochmal Fragen, weil er jetzt ein anderes Alter hat und so. Mhm. Könnte ich auch eine Umfrage mal machen, mal gucken. Weil ich schon merke, wie unglaublich wertvoll das ist, wenn die Menschen das dann sehen und hören, wie wir das leben, weil es ist, wie das ist ja mein Ziel, wie du meintest, ne? Ich habe es irgendwie geschafft, es dir praxisnah oder so, dass du es leben konntest, dass du es endlich umsetzen konntest, mitzugeben. Und das ist eines meiner größten, von Anfang an mein Ziel gewesen. Das wollte ich mir auf die Fahne schreiben, dass ich das schaffe, so authentisch und praxisnah wie möglich zu sein und wegzukommen von der Theorie, die natürlich, die braucht es natürlich, ne? Ohne die Theorie kommst du nicht klar. Und ich glaube, dass das mit Günther sehr spannend ist, ja. Ja, vor allem, weil es ja auch, ich finde, zu Teenager sowieso total wenig nur gibt. Also wenig Bindungs- und Beziehungs- und bedürfnisorientierte Inhalte zum Thema. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwann mit Günther auch mal irgendwie so einen kleinen Kurs irgendwie mache zu Teenies oder so. Also irgendwann mache ich das bestimmt. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile schon auch aus der Kurs-Community entstanden diese Live-Special-Q&As, alle, weiß ich nicht, schlag mich, 3 Monate oder so, Eltern und Teenies. Und da sind ja auch dann immer einige dabei, weil, ich sag mal, an sich ist immer alles das Gleiche und doch ändert sich ein bisschen was, vor allen Dingen in der eigenen Elternrolle. Das ist, hier ist eine Idee, guck mal, Maike. Oh ja, Günther stellt die Fragen, das fände ich auch interessant. Mhm. Mega spannend, die Frage ist, ob er Fragen hat, weil da kommt ja gerade eigentlich eher immer nur so, Ja, vielleicht haben ja andere Teenager Fragen an dich, die er dann stellvertretend vortragen könnte. Auch interessant. Ja, danke für den Impuls. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist eine coole Idee. Ja, Maike, was ist außer die Folge mit uns? Und du hast gesagt, Anziehen hast du vielleicht zweimal gehört, ob es die war. Gibt es irgendeine Lieblingsfolge oder sag mal Liebe oder wo du sagst, boah, die hat echt krass gesessen, die hat gebumst, die hat mich irgendwie wachgerüttelt. Hast du eine Idee? Ja, die mit Martina habe ich auch total oft gehört, mit dem Geschwister, deswegen war ich eben auch so verwirrt, dass die so spät genannt wurde. Ja, ist mir untergegangen. Genau, da habe ich ja tatsächlich, darüber habe ich nämlich Martina kennengelernt und witzigerweise habe ich sie dann ja kurz danach auch in Hamburg getroffen. Ja, ihr habt euch jetzt ja wieder getroffen. Wir haben uns ja jetzt auch endlich mal wieder getroffen. Ja, ach, genau. Vorletzte Woche. Ja, vor 2 Wochen. Ja, genau. Okay, und, Maike, das dann, war die, die mich am meisten, also jetzt retrospektiv, glaube ich. Ja, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Hierarchie in der Familie ist ja im Videotraining, hat ein ganzes Modul gekriegt, das Thema, weil wichtig. Hilft mir auch enorm. Genau, das Videotraining habe ich ja auch gemacht. Ja. Und, du hast ja alles gemacht. Ja, ich suchte. Ich freue mich, Maike. Du bist eine von den vielen Menschen, die meine Vision zu einer großen gemeinsamen Vision macht. Also vielen, vielen Dank für dein Mitmachen, dein Vertrauen, dein Dasein und deine Bereitschaft, wirklich von Herzen. Ich danke dir, dass du das alles so bereitstellst und wir die Möglichkeiten haben, das zu nutzen. Ja, ja. Und uns weiterzuentwickeln. Also es ist wirklich ein Weiterentwicklungs-, wie nenne ich das? Garantie. So, eine Garantie. Wenn ich das möchte und ich das annehmen kann, dann werde ich gezwungenermaßen mich weiterentwickeln. Maike, vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, auch heute hier live zu gehen. Lass uns nochmal anstoßen. Immer gerne. Mhm. 3 Jahre. Gin Tonic auf dich. Ja, ja. Weil ich würde dich jetzt verabschieden, weil ich jetzt eine neue Gästin einlade. Und zwar, du kennst sie auch. Die liebe Durga hat nämlich was zu erzählen zum Podcast. Durga ist meine rechte, meine linke Seite, mein Kopf, mein Herz. Sucht euch was aus.
mein Büroengel. Durga hat die Fäden in der Hand. Also Maike, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Gerne. Und ich hole mal Feier die... Noch schön. Ja, das mache ich. Die Durga rein, da ist sie. Hat sie jetzt... Maike, du kannst oben einmal rausgehen. Ja, danke. Jetzt hat er das, glaube ich... Ach, da. Durga, ich lade dich nochmal ein und du bestätigst. Drückst auf Bestätigen. Durga, 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 Durga. Bestätigt sie, kriegt sie das hin? Das ist die Frage, das ist die große Frage. Durgalein, auf Bestätigen drücken. Eieieiei, ich versuch's nochmal. Durga auf Bestätigen drücken. Einladen. Durga eingeladen, habe ich gemacht. Kommt sie jetzt? Hallo, Durgalein? Babe? Babe? Kann nicht teilnehmen. Warum kann Durga nicht teilnehmen? Bist du mit deinem Handy dran oder mit deinem Rechner? Geh mal mit dem Handy rein. Ivan Durga, eine Anfrage gesendet. Annehmen. So, jetzt Durga. Durga kommt. Oh Gott, ist das aufregend. Kommt sie oder kommt sie nicht? Ich bekomme nichts. Hast du jetzt mal, du hast mir eine Anfrage gestellt, die habe ich bestätigt. Ich nehme sie nochmal an. Annehmen. Okay, hier hängt was. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Ich kann am Rechner. Nee, geh mal mit deinem Handy rein, Herzl. Geh nochmal raus vom Rechner und geh mit dem Handy rein. Wie überbrücke ich? Wie überbrücke ich? Ja, Babe! Und er hört nicht. Ja, ich rufe hier, Babe! Und er hört nicht. Ich höre es nur laut lachen. Durga ab ans Handy, genau, Colli. Was ist hier los? Ja, wir singen Durga, 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 Tätere. Das würde ich auch sagen. Team Herzenssache und die Technik. Durga kann nicht teilnehmen, steht hier. Also das wird ja immer interessanter. Durga, gib mal Bescheid, wenn du mit dem Handy drin bist. Wir überbrücken das hier. Durga, genau, wir schaffen das, Jane, so ist es. Durga, Durga, wo bist du, wo bist du? Durga, sag auf jeden Fall Bescheid. Babe! Ich schreibe mal auf dem Handy. Ich habe ja auch noch ein anderes Handy. Warte mal. Warte mal. Bleiben Sie bitte am Apparat. Nee. Ach, scheiße. Wie habe ich Sie denn? Babe! Ich rufe den jetzt an, mein Mann. Das ist ja nicht zu fassen. Ich rufe meinen Mann jetzt im Nachbarzimmer an. So. Mein Zeitplan, mein Zeitplan. Trink erstmal einen Schluck. Ja, ja. Durga, bist du jetzt da? Habt ihr gesehen, ob Durga in den Kommentaren jetzt da ist? Durga. Durga kann nicht teilnehmen. Was ist hier los? Soll denn bitte jetzt? Mann, Durga hat doch was zu erzählen. Babe! Ich brauche deine Hilfe! Er hat gehört. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Bleiben Sie auf jeden Fall in der Leitung. Hat Durga bereits geschrieben, dass sie wieder da ist? Nein, hat sie nicht. Wir warten alle gespannt auf Durga. Babe, ja? Könntest du einmal Durga anrufen? Die, irgendwie kriegt die das nicht geregelt hier, dass sie mit ihrem Handy bei Instagram reingeht. Oder gib mir das Telefon, wenn du sie dran hast. Oh Gott, Leute. Was haben wir noch vor? Ich überbrücke jetzt ein bisschen. Wir werden jetzt gleich, nachdem Durga ihren Auftritt hatte, ich weiß nicht, Durga schläft eigentlich immer schon um 9 Uhr, deswegen möchte ich sie ungern nach hinten schieben, begrüßen wir Hörerinnen, die den Podcast von Anfang an gehört haben, also von vor 3 Jahren angefangen haben, so wie Maike. Eine davon kenne ich aus der Kurs-Community und die andere habe ich, glaube ich, noch nie gesehen oder gesprochen. Das wird sich gleich rausstellen, ich glaube nicht. Zwei andere wären auch noch dabei gewesen. Die eine bringt das Kind ins Bett und die wiederum andere ist krank geworden. Und deswegen werden wir jetzt gleich
diese zwei einladen. Und wer jetzt sagt, ey, ich bin auch da, Durga sendet nochmal eine Anfrage, dann mache ich es nochmal, versuche ich es nochmal. Wer jetzt sagt, ey, ich habe auch vor 3 Jahren angefangen, darf sich gerne in den Kommentaren melden und ich hole dich spontan dazu, das ist gar kein Problem. Ach, Durgas Sohn hilft jetzt gerade. Durga, atmen, atmen, ihr schafft das, dein Sohn wird wie immer es retten. Hier war gerade schon die Sprache davon, dass du eventuell nicht die neueste App-Version hast. Dann würde ich sagen, wenn Durga das gerade versucht, laden wir jetzt doch mal zwischenzeitlich spontan, mal gucken, ob sie schon soweit sind, die Nicole ein, die von Anfang an gehört hat. Na, so, da ist sie, die Nicole laden wir ein und dann laden wir noch ein, die Frau Hü. Die ich nicht gar nicht weiß, wie sie heißt. Hallo. Hallo Nicole, bist du da? Hi Gabi. Hello. Ja, hi. Ich lade noch, da ist sie, die andere ein. Wir haben uns ja gestern Abend schon gesehen. Wunderst du dich, dass ich so gut beieinander bin? Nein. Nein? Du kennst mich schon ein bisschen, ne? Hallo. Hello. Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Verrat mir doch mal deinen Namen, Frau Hü. Steffi. Das ist die Steffi. Wir haben uns ja wirklich noch nie gesehen, oder? Nee. Nein. Also ich dich schon, ja. Und gehört auch, ja. Genau. Ja, ihr beiden seid, ihr habt euch gemeldet, dass ihr seit vor 3 Jahren angefangen habt. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, ich fange mal bei Nicole an, weil sie zuerst da war. Mhm. Nicole, ist der Podcast zu dir gekommen oder du zum Podcast? Weißt du das noch? Ja, also mein Kleiner ist jetzt 4 Jahre alt. Da war er also knapp 1. Ich hatte irgendwie einen Podcast gesucht oder irgendwas noch mit bindungs- und bedürfnisorientierter Begleitung von Kindern. Und dann bin ich auf den Podcast gestoßen und hängen geblieben. Ja, weil es einfach ein Herzenspodcast ist mit vielen wertvollen Impulsen, Themen. Ja, und eigentlich sind alles meine Lieblingsfolgen. Meine auch, Nicole. Auch. Ich kann mich nicht entscheiden. Steffi, wie war es bei dir? Wie hast du vor 3 Jahren, mein Gott, 3 Jahre ist schon lange her, oder? Kannst du dich erinnern? Ja, also mein Kleiner wird im Sommer 6 und der hatte, war nie ein einfaches Kind. Und ich musste einfach Lösungen finden, wie ich mit ihm in Verbindung komme, als klare Ansagen zu machen. Und ich kenne eben diese Szene, er beugt sich nach hinten und er ist einfach nicht anzuziehen. Mhm. Ah, ja. Und ich musste sehr lachen, als ich dann deine Podcast-Folge gehört habe, weil genau so ein Kind habe ich zu Hause und hat mir einfach sehr geholfen. Und eine Folge, die mir wirklich im Kopf ist und was ich immer wieder auch merke, ist dieses Wörtchen aber. Ja. Und das versuche ich auch wirklich, wirklich immer wieder wegzulassen an allen möglichen Gelegenheiten. Und das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Moment, Steffi, ich kriege gerade redaktionell was aufs Ohr. Sie bekommt jetzt eine Einladung. Ich mache nur jetzt erstmal mit Nicole und Steffi, wenn du Durga das ausrichten würdest. Weil Durga ist jetzt am Start, Leute. Und jetzt, wenn Durga am Start ist, dann scharrt die mit den Hufen, da kennt die nichts. Ich habe jetzt an meinen Partner ausgerichtet. Das war, habt ihr ja gehört. Und das mit dem Wörtchen aber, das ist doch sogar auch in Folge 1 drin. A wie anziehen. Ja, es kann sein. Und wie du auf das Wort aber verzichten kannst. Mhm. Ich glaube tatsächlich. Ja, ach, das ist ja spannend. Guck mal, das ist 3 Jahre her, Steffi. Ja, aber es hat mich sehr, sehr beeinflusst. Und ich erzähle es auch immer meinem Mann, der kann es dann oft mal schon gar nicht hören. Es gibt auch eine Folge wie Wörter, auf die du verzichten kannst. Genau. Habt ihr die noch im Kopf? Ja. Nicole, hast du die noch irgendwo abgespeichert? Welche jetzt? Wie Wörter, auf die du verzichten kannst oder auf die es sich lohnt. Ja. Da ist ja auch das Wörtchen aber und das Wörtchen gleich, nicht nein und so weiter. Und über das Wörtchen nein habe ich bereits gestern in der Übungsgruppe auch erzählt, hat meine Tochter Waltraud mir im Urlaub letzte Woche im Saunabesuch mir quasi erklärt, dass gleich keinen Sinn macht. Das fand ich sehr interessant. Es kommt dann manchmal zurück wie ein Bumerang. Nein, sie hat mir erzählt, Papa würde ja immer gleich sagen. Und das macht ja keinen Sinn. Du wüsste ja nicht, was das heißt. Ja, und dann habt ihr eine Folge doppelt gehört, Nicole. Kannst du dich daran erinnern? Also immer mal wieder reingehört. Auch jetzt gerade wieder vor kurzem in die Folge Orientierung. Oh, eine meiner Lieblingsfolgen übrigens. Ja, also
dauernd Pläne, ob jetzt nachmittags die Oma kommt spontan am Wochenende und unser Sohn total aufgeregt ist, dann gibt's erstmal einen Plan, was wann passiert oder wenn Urlaub ist und der Alltag doch anders strukturiert ist als im normalen Alltag. Brauchen wir einen Plan. Übrigens, und ich einen mir Tagesplan haben wir sowieso. Es ist Folge 67, weil ich habe mir nämlich auch rausgeschrieben, die Folgen, die mir thematisch sehr am Herzen liegen. Also ich habe versucht, so ein bisschen zu kategorisieren. Ich habe schon gesagt, dass die Folgen mit meinen Eltern, meinem Mann und mit Günther eben, wie hat Maike gesagt, eine sehr persönlich, privat eben gewesen sind, deswegen was Besonderes. Und thematisch eben Folge 67 Orientierung. Ich habe noch eine der früheren Folgen, auch immer noch mein Highlight-Thema ist Handeln statt Reden, Folge 15. Unglaublich wichtig, finde ich das. Steffi, bist du Doppeltäterin? Nee, tatsächlich nicht. Tatsache, guck mal, du bist eine von denen, die einmal hört und dann ist gut. Ja, dann reicht's. Du, das darf ja auch jeder so machen, wie sie möchte, ne? Dann muss ich ja erstmal wieder hinkommen, es umzusetzen. Also, nee, Doppeltüren habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, spannend. Ich selber habe keinen Podcast, den ich höre. Nee? Nee, weil ich habe gar keine Kapazitäten dafür. Ich bin ja nur am Content erstellen für euch, für den Podcast, Instagram, den Blog gibt es jetzt, die Angebote, die wir planen, der Herzensletter, der jede Woche rauskommt. Ich bin echt beschäftigt und habe ja auch noch zwei Kinder. Und ich selber, ihr wisst, dass Selbstfürsorge das A und O natürlich ist, ne? Und die Verbindung mit sich selber, da bin ich auch täglich mit beschäftigt. Insofern bin ich noch keine Podcast-Hörerin geworden. Ich bin gespannt, wenn ich es mal werde, welcher Podcast es sein wird. Bin gespannt, zu welchem Thema. Weil Elternschaft brauche ich jetzt keinen. Das weiß ich alles. Okay, dann haben wir doch vieles besprochen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr auch immer noch dabei seid nach 3 Jahren. Offensichtlich habt ihr noch nicht genug gekriegt oder wollt noch mehr kriegen. Ja. Wird, glaube ich, auch niemals passieren. Wow, okay. Ja, vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr gemeinsam mit mir diesen Schneeball immer größer werden lasst und dass wir gemeinsam was bewegen. Und das tun wir. Habt ihr die aktuelle Folge schon hören können, Steffi und Nicole? Nein, noch nicht. Ich noch teilweise. Nicht. Ehrlich, ich noch nicht. Ja, da freue ich mich drauf, Steffi. Es ist eine Folge von 2 Folgen, die einen für mich besonderen Zauber haben. Das ist einmal die Jubiläumsfolge vom 2-Jährigen, das ist Folge 50. Und die 73 jetzt, die aktuelle Folge, weil meine Hörerin da mit mir sprechen quasi, ja. Und das war und ist sehr emotional für mich, ja. Glaube ich. Also vielen, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen auch heute Abend. Für euch ist das ja jetzt gar nicht so selbstverständlich, hier vor mehreren 100 Menschen zu sprechen. Und dann versuche ich jetzt mal, die Durga einzuladen, würde ich sagen. Wir machen nochmal hier ein. Ach, Durga. Yay. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Während ich versuche, Durga einzuladen, könnt ihr oben rechts aufs Kreuzchen drücken. Dann seid ihr wieder aus dem Bild raus. Danke dir, Karin. Danke, Steffi, fürs Mitmachen. Vielen Dank. Tschüss. Nicole, ciao. Und ich bin gespannt, der Trommelwirbel läuft, ob Durga am Start ist. Kommt Durga jetzt rein. Wir sind sehr gespannt. Wie machen das die Moderatoren immer? Ach Leute, ich drehe durch. Durga hat mir eine Anfrage gesendet. Und wenn ich da drauf drücke, dann schließt sich das Fenster. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche es nochmal. Durgalein, das ist doch hier was. Das kann doch nicht wahr sein. Durga, ich habe dir jetzt eine Einladung geschickt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo das aufploppt, dass du eine Einladung hast. Nur, und du hast mir auch eine Anfrage. Ich guck mal hier, die Sandrine hat mir eine. Ivan, Durga kann nicht teilnehmen. Das ist sehr schade. Ich weiß nicht, was technisch los ist. Durga wollte erzählen und ich hätte Durga jetzt so gerne da gehabt. Das kann doch nicht sein. Dass Durga und ich hatten ein Gespräch und zwar gab es da noch die Kathi Weber Moderatorenschule. Jetzt sendet sie mir eine Anfrage. Komm, ich will dich annehmen jetzt, Durga. Warum klappt das nicht? Da, annehmen. Ich kann da nicht draufdrücken.
Es schließt sofort das Fenster. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kotzt mich so an. Ich bin richtig genervt, weil ich will die Durga jetzt hier drin haben. Durga ist ein ganz wichtiger Mensch für mich und für die Herzenssache. Das kann nicht wahr sein. Wir werden das nachholen, wenn das jetzt hier nicht klappt. Ah, ich kann sie anrufen, damit wir sie hören. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Geile Idee. Ihr seid einfach die Geilsten. Ich rufe sie an. Komm. Wird ja womöglich sein. Mal gucken. Hallo? Hier ist die Mailbox der KTW bei Herzenssache. Nicht die Mailbox, Durga. Ich rufe nicht außerhalb der Geschäftszeiten an. Weil du jetzt arbeitest. Ist es klar? Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche sie nochmal anzurufen. Durga, ans Telefon gehen. Ich rufe jetzt an. Ja, ja, Videocall. Kann ich auch machen. Ich versuche es mal. Ah, ich versuche es hier rüber. Ich rufe dich über... Das kann ich hier jetzt nicht machen. Ach, Mist. Weil es jetzt mein Arbeitshandy ist. Also es ist... Es bleibt spannend, Leute. Oh, sie ruft an. Sie ruft an. Durga? Ja, Kathi. Oh, du bist da. Ja, ich bin die ganze Zeit da, mein Sohn fummelt hier. Wir kriegen keine Anfrage rein. Das ist komisch. Und ihr schickt mir eine Anfrage und ich kann die nicht bestätigen. Eben, ich habe immer gedacht, wenn, dann sende ich wenigstens meine Anfrage hier. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Hör mal, Durga. Könnt ihr Durga hören? Ich frage mal kurz. Gebt mir mal kurz einen Daumen hoch. Könnt ihr Durga hören? Durga, sag mal was. Durga, sag mal was. Durga? Durga? Durgalein? Durgalein, hörst du mich? Hallo? Ruhig bleiben. Es ist einfach wichtig, immer wieder ruhig zu bleiben, Leute. Es hilft ja nichts. Ich versuche es jetzt nochmal anzurufen. Ich heul gleich. Oh, die Sonja ist da. Hello! Sonja ist auch Teil des Teams Herzenssache. Wenn ihr wüsstet, wie groß unser Team hier ist. Mal gucken, ob Durga jetzt dran geht. Ja, ja, Durga ist Berlinerin, wa? Warum, jetzt geht es nicht durch. Okay, mein ganzer redaktioneller Plan ist im Arsch. Ah, hallo? Babe? Die haben jetzt ihren Auftritt. Babe? Der hört halt nicht mehr auf mich. Ja. Babe? Ich bin ja gelernte Redakteurin. Offensichtlich habe ich es voll drauf. Babe? Hallo? Günther? Euer Auftritt. Ja, also jetzt. Euer Auftritt bitte. Das mit Durga klappt irgendwie nicht. Dann nehme ich euch jetzt. Hallo? Ja. Bitte auftreten. Die Nummer dürft ihr sehen, das ist die Geschäftsnummer La Foma. So, bitte euer Auftritt, jetzt könntet ihr... Was für Auftritt? Ihr mach mal, ich hatte mir doch... Mir wurde nichts gesagt. Mir wurde gar nichts gesagt. Ich habe mir gesagt, wir sollen einen Song anmachen. Ja, was denn für Song? Ein geilen Geburtstagslied. Ich bin jetzt kein... Ja, da gibt es nur einen von Steve Wonder, den brauchen wir jetzt nicht. Keiner hat Geburtstag. Gut, also Günther ist richtig gut drauf heute Abend. Doch, mein Podcast hat Geburtstag. Ja, das ist aber keine Person. Ja, und? Wir feiern das hier voll. Ja. Das ist doch der Podcast, wo du schon dreimal zu Gast warst. Hurray! Günther hat richtig gute Laune. Ja. Sensationell. Babe, wie sieht's bei dir aus? Super. Super, ja. Also meine Männer unterstützen mich mit aller Kraft, die sie haben. Hättest du vielleicht doch Bock? Hey. Oh, Günther. Bisschen feiern. Noch da. Ja. Oh, hier ist ja richtig viel Konfetti. Nee, nicht. Das ist nur sporadisch ein bisschen, hey, weil das will hier keiner wegmachen. Ich komme mal zu dir, ne? Bitte. Ich meine, Günther hat ja wenigstens lila an. Stimmt, zeig dich nochmal, Günther. Warte mal, wie können wir uns alle sehen? So, das sind meine Männer, Leute. Ich würde sagen, wir stoßen auf unseren Podcast an. Ja, mit meinem super Getränk. Wolltest du auch was trinken, oder, Babe? Also wirklich. Ich spreche halt. Also
Das läuft hier richtig rund, Leute, ja? Ihr seid voll dabei, dass das Zimmer läuft. Es ist ja das organisierte Chaos bei Kathi, das ist einfach so. Ihr werdet auf jeden Fall begrüßt. Könntet ihr ein bisschen, ich habe einen Zeitplan, ich habe noch andere Gäste. Warum? Immer trinkst du die Orangina aus? Ich habe die Orangina nicht ausgetrunken. Nein, ich nein. Ich habe die nicht leer gemacht. Ich weiß, dass ich da ganz viel rausgetrunken habe. Den letzten Schluck habe ich genommen, da war schon keine Kohlensäure mehr drin. Ja? Nein, Lüge. Also das sind Gespräche mit einem Teenager, da kommst du nicht auf den Punkt. Da kriegst du Schnappatmung und Schwitze. Günther kriegt Apfelsaft. Apfelsaft für Günther. So, bitte nochmal auf Position jetzt. Bin auch ein bisschen aufgeregt, Leute. Also, ich schreie halt wahrscheinlich ein bisschen. Auf den Podcast. Prost. Auf Prost. 3 Jahre. Ja, auf 3 Jahre. Günther, möchtest du dich auch zeigen? Ich bin jetzt halt kritisch hier. So welchen Geburtstag feiern wir jetzt? Hast du es jetzt begriffen? Von deinem Podcast, der super ist. Sag mal. Das weiß ich nicht. Ne, Mann? Das ist Humor, ich ne? Ich hab gerade mit Emu Fortnite gespielt. Weißt du, wie aggressiv man da wird? Kannst du, ja, ich merke schon. Kannst du dich ein bisschen so setzen, Günther, dass wir uns sehen? So? So. Und Babe, könntest du noch ein bisschen? So, Prost. Ich bin ja nicht mehr im richtigen Sitz hier, aber egal. Ach so. Prost. Ja, auf alle, die hören. Ne? Habt ihr das mitbekommen, dass wir heute oder morgen die 2 Millionen Hörerinnen-Marke knacken? Nee, ich habe es mir erzählt, ja. Eben, und da fällt dir mal die Kinnlade runter. Ja, wirklich, nee, ich wusste ihn nicht. Dich sieht auch keiner. Wirklich, 2 Millionen, oder was? Ja. Also entweder man sieht Mike oder man sieht mich. Ja, ihr kommt doch, ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja rankommen. Ich bin's ja, also doch. Ein bisschen mulmig ist uns schon, ne? Wieso ist euch mulmig? Ich bin doch da. Das war ein Eigentor. So, ich wollte jetzt wissen, Günther, wärst du bereit, nochmal zu Gast zu kommen in dem Podcast? Oh! Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, von so einem klaren Ja. Ihr seid alle Zeugen, dass er Ja gesagt hat. Und wir überlegen, Günther, dass wir es endlich einfach so, endlich, eigentlich... Was? Ja? Ja. Okay, cool. Fühle ich, ja. Okay, mega. Ja, weil, merkst selber, ne? Ja, merkst selber, ja. Okay. Und dann wollte ich mit dir... Achso, ich habe schon befürchtet, also die gleiche Frage, oder? Nein. Okay, du kriegst eine andere Frage. Also, die Frage war... entweder stellst du mir Fragen, da habe ich ihr gesagt, ich glaube, Günther hat keine Fragen. Ja. Ah ja. Oder andere Teenager von den Mamas da und Papas stellen uns Fragen. Jugendliche, jetzt hätte ich fast Kinder gesagt. Jugendliche, die in deinem Alter ungefähr sind. Mhm. Was hältst du davon? Kann man machen. Ich finde es, glaube ich, ganz geil irgendwie. So, Babe, und du? Nein, ich will neues, frisches Konfetti. Das ist doch ja alles so Pillepalle, was hier rumliegt. Wer hat diese Gäste eingeladen? Durga kommt nicht rein. Ihr übernehmt hier ein Rezept. Nee, das ist sehr, sehr bedauerlich. Ich rufe sie gleich nochmal an. Durga, das ist gleich mal. Ich weiß nicht, was da los war. Da war das Gespräch weg. Ja. Hört jetzt auf. Feiern. Ja. Die Frage an dich war, ja. Babe, vor mehr als 3 Jahren, habe ich in dem Büro deines Papas, der da mein Schwiegervater ist, Ruhe zu hören. Der da mein Schwiegervater ist, im Büro, im Bademantel, jeden Morgen gefühlt an die 5-6 Stunden gesessen und mein Konzept erarbeitet, Musik rausgesucht, mich damit beschäftigt. Eigentlich wollte ich ein Buch machen, das ABC der Elternschaft. Nur habe ich gedacht, ich schreibe ja nicht. Also ich bin ja keine Schreiberin, ich rede gerne. Wie wäre es mit einem Podcast? Und habe mich überhaupt mal in die Podcast-Welt versucht einzuarbeiten. Wusstest du damals, was ich da mache? Nee. Naja. Wusste ich überhaupt, also was ich da mache? Ich wusste natürlich, was Podcasts sind, ja. Ah, das ist schon Aber dass da sowas draus wird, nee. Also, das habe ich nicht überhaupt jetzt, nicht. Also, dass da sowas draus wird, gut oder schlecht? Nee, sowas Sensationelles natürlich. Ah, ja, sowas, ja, klar. Sensationelles und nie auch. Ja, der ganze Inhalt und diese Regelmäßigkeit. 3 Jahre, ich meine. Alle 2 Wochen, ja gut. Manchmal habe ich eine kleine Pause gemacht bei Urlaub. Ja, aber Wahnsinn. So. Und ich hatte keine Ahnung, was ich sagen. Kannst du dich erinnern, dass ich dich um Rat gefragt habe bei der Titelmusik des Podcasts? Ja, das weiß ich nicht. Das war hier am Tisch. Da habe ich da gesessen und habe dir, glaube ich, 3 Vorschläge gemacht. Merkst du sowas? Das ist mein, hätte ich schon fast gesagt, mein Leben. Das ist mein...
Mein Herz, verstehst du das, was ich da mache? Das was ist, magst du denn sonst noch so alles? Ja, nicht viel, aber das weiß ich. Ja. Aber ich glaube, wir waren uns ziemlich schnell einig, oder? Welche? Ja, auf jeden Fall. Das ging ganz schnell. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich von euch wissen. Möchtest du auch nochmal zu Gast kommen? Klar, wie oft war ich schon zu Gast? Zweimal. Und zwar Folge 45 und 46. Ach so, das war die Doppelfolge, genau. Davor war ich, ne? Nee. Ja, du warst drei Folgen zu Gast, Günther. Und zwar einmal die Folge zum Thema Medien 48 und Folge 30, 31. Da haben wir über die GfK, so haben die uns Fragen gestellt, die Hörerin da, die da. Also ihr, Leute. Ja, aber ich denke so, einmal in drei Jahren ist okay, ja. Die nächsten drei Jahre. Ach so. Kann ich ja nochmal wieder. Nee, also, nee, natürlich sehr gerne. Schreist du? Bin gerne mal wieder vorbei. Ich versuche einfach auch irgendwie zu Wort zu kommen, weißt du? Mensch, einfach mal das Schreiorgan. Ja, Waltraud schläft. Die haben gerade gefragt, wo Waltraud ist. Waltraud schläft erstens und zweitens zeigen wir Waltraud nicht von vorne in der Kamera. Ah, Sohn 13? Ich bin 14. 14. Genau. Und seit Folge 31 bin ich Ehrenmutti. Das war die Frage, wie deine Freunde damals, falls jetzt Freunde von dir zugucken, Freunde damals mich beschreiben würden. Und da sagst du. Ehre gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es irgendwie einfach nur noch korrekt. Also korrekte Mutti. Ich bin so stolz auf das Ehrenmutti, das behalte ich jetzt. Das ist jetzt meins. Das war aber 2000, wann war die Folge? Naja, da warst du jünger. Das kann ja nicht so lange her sein. Nee, aber so lange Ehre ist aussortiert. Echt? Ehre ist aussortiert. Echt? Und so gibt's nicht. Echt? Ja, seit wann das denn? Du, übrigens, die nächste Folge ist Umgang mit Schimpfwörtern. Ich liebe Schimpfwörter. Das weiß ich. Im Zusammenhang mit Freunden natürlich. Ja, was ist das krasseste Schimpfwort, was du so jetzt hier von Latz hauen könntest? So, mach richtig, hau mal raus. Ja, hau mal richtig raus. Kleiner Hurensohn. Zu mir? Ja. Ah, Hurensohn ist tatsächlich noch im Kurs, also, ja? Also Hurensohn ist so schön. Das kann man so aggressiv sagen, das kann man so entspannen. Mach mal, sag mal aggressiv. Kann man nicht. Das muss aus reinen Emotionen rauskommen. Ja, mach. Kann ich jetzt nicht. Doch, jetzt mach ich jetzt. Ja, mach mich aggressiv. Ja, Günther, jetzt ist Schluss. Es reicht jetzt. Du musst aus Sense. Hat nicht gereicht. Das ist irgendwie so, als würde ein Clown mitnehmen. Ihr Lieben, ich versuche jetzt nochmal Durga anzurufen, die ihr ja nun auch kennt. Ob das klappt, werden wir sehen. Durga, geh gerne ans Telefon, mein Herz. Wir versuchen Durga jetzt nochmal zu erreichen. Was war los? Es klingelt. Ich habe was vergessen zu erzählen. Durga! Durga! Ja. Bist du am Apparat? Ich bin am Apparat. Kathi hier. Hallo Kathi. Ja, was war eben los? Du warst weg? Ja, keine Ahnung. Ich habe immer Hallo gesagt. Ja, ich auch. Keiner hat geantwortet. Ja, was machst du denn da? Ich sitze jetzt hier mit meinen Kopfhörern drin, bin total frustriert, dass es hier nicht geklappt hat. Na, es klappt jetzt. Wir sind ja verbunden jetzt. Ja? Ja. Pass auf. Ja, ruhig bleiben. Atmen. Komm, wir atmen einmal. Okay. Du wolltest doch auch noch was erzählen. Könnt ihr Durga hören? Kurze Frage. Könnt ihr Durga hören? Gebt ihr einen Daumen hoch. Könnt ihr Durga hören? Durga, sag noch mal was. Hallo? Oh, noch mehr ein bisschen? Ja, hallo Leute, hört ihr mich? Hallo Leute, hört ihr mich? Gut. Wir verabschieden jetzt also meinen Mann und Günther. Vielen Dank für euren Auftritt. Ehre. Falls du doch noch Bock hast, ein bisschen Partymusik anzumachen, kommst du jederzeit rein. Ne? Ja. Weil wir hier eine Party feiern. Prost. Ne? Durga? Nochmal. Ja, hast du auch was zum Anstoßen? Ich habe auch, weil ich habe extra ein Weinglas rausgenommen für mein Wässerchen. Du. Ist ja verrückt, hör mal. Du hast Weingläser. Ja, natürlich. Ich habe ja auch mal gesoffen. Sensationell. Sensationell, Durga. Dann lass uns anstoßen auf unseren Podcast, Herzchen. Ja, auf den dreijährigen Podcast. Und Kathi, du weißt, wir haben im Oktober 10-Jähriges, ja? Das weiß ich, das feiern wir dann auch. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, als es den Podcast gibt. Und du hast ja was zu erzählen. Könntest du das also vielleicht ein bisschen weiter weg machen? Es ist so laut, das Knistern, die Süßigkeiten. Ja, Durga, bitte. Also immer, wenn ich das Wort Podcast von Kathi höre, dann habe ich auch eine kleine Kathi auf der Schulter. Und zwar haben wir vor vielen Jahren aus anderen beruflichen Interessen eine Agentur besucht. Und da hat Kathi gesagt, ja, Podcast machen, ach,
Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wie machen es andere Leute nur? Nee, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Und tada, 3 Jahre Podcast hat Kati auf die Beine gestellt. Ja, ich sag dir eins. Weißt du, was es nämlich war? Es ging damals, da gab es die Herzenssache noch nicht. Und das war nicht mein Herzensthema. Und ich habe gesagt, leck mich. Scheiße ich jetzt nicht aus den Rippen raus. Und bei der Herzenssache war das überhaupt gar kein Problem. Genau, genau. Und da warst du ja auch noch voll im Fernsehjob drin. Ja, das war ich ja bis vor, wann habe ich aufgehört? Ja. Im Sommer. Ja, na, da warst du noch öfter sogar in München, 2 Tage und Hör mir auf. Ja. Ja. So, das war die Geschichte, die mir immer einfällt und die ich immer zu Kathi sage, weißt du noch damals. Und ich immer, hör mir auf. Das kann sie die Anekdoten rausholen und da piesackt sie mich dann immer. Die Ildoga könnte euch alles wahrscheinlich erzählen. Das ist gefährlich eigentlich. Das ist gefährlich vieles, mit dir. Vieles. Ja, vieles, ja. Alles kriege ich ja nicht mehr mit, ne? Nee. Ich kriege dann immer über andere Leute. Hast du schon gehört? Kathi will, Kathi macht. Interessant. Ja, weil das hat damit zu tun, Durga, weil dein Verantwortungsbereich gewachsen ist und du für andere Sachen zuständig bist und ich jetzt, wir einfach ja auch so groß geworden sind. Ne? Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, ich glaube, wir brauchen nochmal eine Optimierung in der Kommunikation im Team. Also das, da geht, dann, da weiß A nicht, was B macht und was Z macht, weiß schon keiner mehr. Ja, ich dachte ja, haben wir nicht so weit wie ein Strategie-Meeting? Wann denn? Ich dachte, das wäre ein Strategie-Meeting mit der Sherilyn, oder? Nee, das ist was ganz anderes, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein, Dorga. Also, das habe ich dir jetzt, glaube ich, 10-mal schon erzählt. Ja, ich weiß, aber bei mir läuft es immer unter Strategie-Meeting, komischerweise. Ja, Frieda fragt übrigens gerade. Frieda ist meine Freundin, die eigentlich heute zu Gast wäre im Live, die leider erkrankt ist. Die war gestern in der Übungsgruppe, da war sie noch fit. Ob du den Donnerberg bestellt hast? Habe ich bestellt, ja. Wisst ihr, Durga hat nämlich gestern eine Mail bekommen von Niki wiederum, die ja auch in der Übungsgruppe war, dass ich den Donnerberg brauche, das ist ein Massagegerät. Also der Donnerberg wird Freitag geliefert, hast du gesagt, Durga, stimmt's? Wird Freitag geliefert und ich möchte dann bitte eine Rückmeldung, ob der gut ist und dann würde ich mir den nämlich auch bestellen. Den Donnerberg, ne? Du, den haut dir die Herzenssache raus, das ist kein Problem. Den Donnerberg kriegst du noch oben drauf. Och. Na ja, komm. Ne? Du, ey, dann hat der Steuerberater, den habe ich extra angerufen. Plötzlich sind da 10 Donnerbergs. 10 Donnerbergs fürs Team. Komm, Hause raus. Ja. Gut, mein Herz. Immer wieder ein Spaß mit dir. Danke, dass du für uns wach geblieben bist. Beim nächsten Mal gerne auch mit Bild. Ja, ich versuche es. Also ich werde mich mit diesem Thema Instagram, ich weiß auch nicht, was da los ist. Mein Sohn hat mich hier schon, weil ich hier vollkommen nervös wie ein Huhn rumgehüpft bin. Ja, Kopfkino, ja, danke. Jetzt komm mal runter und atme mal. Aber er hat es ohnehin hingekriegt. Guckt mal, ladet mal, aktualisiert die App, ja? Dann versuchen wir das mal. Mach ich mal, aber auf dem Rechner war ich ja auch. Nee, auf dem Rechner geht das nicht. Nee, da geht gar nicht. So. Da kannst du vergessen. Okay. So. Okay. Herzlich, ich lade jetzt die nächsten Gäste ein. Ich bin ein wenig in Verzug. Nee, bin ich gar nicht wirklich. Nee, es läuft eigentlich relativ rund. Gut, dann lege ich hier mal auf. Ja, leg mal auf, Durga. Ich lege auch auf und wir sehen uns nicht. Wir hören uns wahrscheinlich morgen und halt die Stellung. Ne? Schlaf gut. Ja, und tschüss an alle. Tschüss an alle, sagt Durga. Ciao, ciao. Tschüss. Leg dich wieder hin. So, das war Durgalein. Was wollte ich noch sagen? Durga, ist, wer das gerade vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, Durga ist die Bürochefin der KDW bei Herzenssache und Durga und ich haben im Oktober 10-Jähriges, weil wir vorher, bevor wir die Herzenssache hatten, schon mehrere andere Projekte gemeinsam gemacht haben und Durga habe ich gefunden, als ich meiner Heilpraktikerin vorgejammert habe vor gut 10 Jahren, dass ich nicht mal weiß, bin so überfordert und so weiter und so fort. Und dann meinte sie, du brauchst eine Unterstützung, ich habe da eh nicht, hier hast eine Nummer, ruf die mal an. Da haben wir uns habe ich sie angerufen und da haben wir den Sack zugemacht. Ne? Das hat gleich gepasst. Und seitdem gehe ich mit Durgalein durch dick und dünn.
Genau. Und was ich eben vergessen habe zu erzählen, ganz kurz, bevor ich die nächsten Gäste einlade, und zwar sind das Gäste, die, wo wir sagen können, die eine ist eine schwere Suchterin des Podcasts. Wir haben eine, die den Podcast gehört hat, obwohl sie noch kein Kind hatte. Das finde ich spannend. Und wir haben eine, die einen schwierigen Start hatte mit dem Podcast. So habe ich das zumindest entnommen. Da freue ich mich auf diese persönlichen Geschichten. Bevor ich die erzähle, erzähle ich meine persönliche Geschichte noch, dass die erste Folge vor 3 Jahren rauskam, als ich im Skiurlaub war. Ich hatte mir vorgestellt, geil, ich fahre mit meinem Sohn Ski, weil der bis dato immer mit seinem Vater gefahren ist. Ich bin also noch nie mit meinem Sohn Ski gefahren bis dato, also vor 3 Jahren. Und wir also eine coole, kleine, super süße Hütte gebucht, mitten im Schnee. Und wir machen die erste Abfahrt. Und es knackt im Rücken und ich kann weder stehen, sitzen, gehen, sonst was. Ich bin irgendwie die Abfahrt noch runtergekommen, fragt mich nicht wie, und konnte einfach nichts mehr machen. Zudem kriegte ich dann über Nacht noch einen Magen-Darm-Infekt von Waltraud, den hatte sie mitgebracht in den Urlaub. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr hinten im Rücken euch nicht mehr bewegen könnt, wie habt ihr dann vorne und hinten raus Magen-Darm? Ich brauche da nicht weiter in die Tiefe zu gehen. Es war furchtbar. Gleichzeitig habe ich unglaublich viel Zeit im Bett verbracht und habe also da gesessen. Ja? Ich wusste, jetzt geht der Podcast online. Nur du siehst ja nicht sofort, wer hört das jetzt mehr. Dann habe ich bei Instagram gepostet, habe an den Post gebastelt und habe geguckt in der Story, ob mir jemand schreibt und so weiter. Es war unfassbar aufregend, wie ich da in dieser ganz kleinen Hütte mitten im Schnee saß. Das Internet ging, war super lahm. Also es war sehr, sehr aufregend für mich. Ich habe mich alleine auf hohen Bergen gefühlt. Und bis dato bin ich, bis auf diese eine Abfahrt mit meinem Sohn, kein Ski gefahren. Das ist sehr traurig. Gleichzeitig habe ich einen Podcast ins Leben gerufen. Damals, der, ich kann es gerne nochmal sagen. Wollt ihr es nochmal hören? Das ist Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland. Und wir knacken heute oder morgen die 2 Millionen Hörerinnen-Marke. Nur, falls ihr es noch nicht gehört habt, wollte ich nur nochmal sagen. So, jetzt begrüßen wir ganz herzlich, bevor dann meine Stargäste kommen. Wobei alle Stargäste sind. Die sind ganz besondere Stargäste. Vielleicht ahnt ihr ja schon was. Ich werde immer aufgeregter. Ich weiß nicht, es lässt nicht nach. Wir begrüßen Fräulein Blondschopf. Moment. Fräulein mit Bindestrich. Diese Namen, Leute, ich sag's euch. Blond. Na, wo ist sie? Da ist sie. Die laden wir schon mal ein. Fräulein Blondschopf, herzlich willkommen. Dann kommt... Bist du da? Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Ich bin die Hanna. Das ist die Hanna. Herzlich willkommen, Hanna. Dankeschön. Ich versuche jetzt gleichzeitig schon mit dir zu sprechen und die Christine einzuladen. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. Deswegen gib mir... da ist es schon. Die Christine laden wir ein und dann laden wir noch ein, die Viktoria. Moment, Hanna, ich bin sofort für dich da. Da ist es schon. So, sind schon welche da? Aha! Herzlich willkommen! Du bist Christine und da ist Viktoria. Genau. Wow, schön euch zu sehen. Haben wir uns schon mal gesehen? Nein. Ich habe aber mal gehört mit ein paar Sprachnachrichten. Aha, immerhin. Siehst du, Hanna. Ich freue mich riesig, dass ihr bereit seid, heute hier mitzumachen. Ich finde es ja immer super spannend, mit Menschen zu reden, die meine Impulse für sich benutzen oder bereit sind, sie zu empfangen und dann mit ihnen zu sprechen zum ersten Mal. Ich möchte gerne eure Geschichten hören. Ich weiß nämlich, dass bei Hanna, so habe ich das verstanden, du hast eine Folge gehört und dachtest erstmal, nee, das brauche ich nicht. Genau. Und hast irgendwann doch den Weg wieder zurückgefunden. Erzähl uns mal, was war da los, Hanna? Wieso konnte ich dich nicht von Anfang an überzeugen? Ja, also mein Sohn war damals 1,5. Und du wurdest mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat den Podcast ganz neu entdeckt und hat mich darauf hingewiesen. Und neugierig wie ich war, habe ich ihn mir angehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die erste oder die zweite Folge war. Und ich war damals ganz neu in dieser bedürfnisorientierten Szene drin und habe gedacht, ich habe das jetzt einmal gehört und ich weiß jetzt alles. Und habe mir dann noch gedacht, naja, also ist jetzt ganz lustig zum Zuhören, aber das weiß ich, das habe ich alles sowieso drauf. Ja, gut, okay. Und habe es dann wieder liegen gelassen, bis mir dann die gleiche Freundin, also liebe Grüße an die Andrea, falls sie vielleicht hier zuschaut. Andrea, liebe Grüße auf jeden Fall.
Sie hat dann wieder davon berichtet, dass sie deinen Podcast so toll findet und hat mir auch konkrete Situationen geschildert, die sie mit ihrer Tochter hatte, zum Beispiel in der Kita und wenn der Abschied schwerfällt. Und damals war es dann auch so, dass mein Sohn, der war dann gute 2 Jahre alt, auch etwas schwieriger wurden die Situationen mit ihm oder herausfordernder. Und dann habe ich den Podcast erneut für mich entdeckt und habe dann innerhalb, ich glaube, eines Wochenendes alle Folgen, die es bis dahin gab, es waren wahrscheinlich so 30, oh Gott, gehört. Ja, und ich habe heute nochmal nachgeschaut, ich habe tatsächlich alle gehört und teilweise doppelt, ich glaube, fast alle doppelt. Ist das Wahnsinn. Mein Gott, Hanna, ich habe Gänsehaut überall. Wie schön, dass du den Umweg dann doch wieder zu uns gefunden hast. Richtig, ja. Cool. Und 30 Folgen am Wochenende, danach musst du, also ich würde eine Krise kriegen, meine Stimme dann noch zu hören. Wie kannst du mich ertragen? Ja, das war also nebenbei zum Hören. Also ich habe da ein freies Wochenende gehabt, die Kinder waren bei meinem Mann und ich habe die Zeit zum Nähen genutzt und habe dich nebenbei auf dem Ohr gehabt. Und so habe ich die Zeit sinnvoll nebenbei genutzt. Wow, ja, also vielen Dank für deine dann doch Bereitschaft. Ja, gerne, gemeinsam, ich danke dir. Gemeinsam meine Vision groß werden zu lassen. Und zum Thema Suchten, Victoria, ich glaube, da gehörst du auch dazu, oder? Ich habe jetzt tatsächlich alle Folgen angehört, auch die 73. Die hat mir auch so gut gefallen, Kathi. Oh, Wirksamkeit einfach, wenn man das mitbekommt, das ist so schön. Genau, ja. Und wie hast du hast gesagt, du hast, wann hast du angefangen? Vor 2 Jahren oder was meintest du? Genau, vor circa 2 Jahren habe ich angefangen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wollte mal was Neues ausprobieren und habe dann deinen Podcast gefunden und habe mal reingehört und dachte die ganze Zeit so, ja, alles, was du gesagt hast, ich habe dem so zugestimmt und seitdem bin ich dabei. Ja. Wow, ich freue mich riesig. Und Christine, du hast tatsächlich, du bist eine von denen, es gibt ein paar davon, ich weiß nicht wie viele, die den Podcast gehört hat, obwohl du noch gar kein Kind hattest. Das ist für mich unerklärlich. Wie kannst du dir das antun? Ja, ich hatte schon davor Kontakt mit der GfK und dann 2019 kam dann unser Kinderwunsch auf und mein Wunsch war es immer, dass ich für mein zukünftiges Kind die Mama bin oder sein kann, die ich für mich selbst immer mir gewünscht habe. Oh. Und deswegen habe ich dann nach GfK gesucht und dachte mir, du musst ja irgendwas geben, was mit Kindererziehung zu tun hat, weil ich an sich die GfK so toll fand. Und ja, dann bin ich auf den Podcast gestoßen und habe mir, bevor mein Sohn geboren wurde, schon alle Folgen angehört, die es dann gab zu dem Zeitpunkt. Und ja, im Juli letzten Jahr ist mein Sohn auf die Welt gekommen und jetzt kann ich aktiv sozusagen üben auch noch zusätzlich. Wow, ich habe überall Gänsehaut, wirklich, Christine, weil es ist eigentlich, ich glaube, viele Eltern bedauern es, dass sie das erst später entdeckt haben und wünschen sich, es schon vorher entdeckt zu haben. Dann wiederum viele sagen, ach, das brauche ich noch nicht. Und ich sage immer, es ist das größte Geschenk, wenn du schon vorher, also ich habe ja die GfK auch in meiner Schwangerschaft entdeckt, ja, und habe sofort gemerkt, da möchte ich ran, da steckt so viel drin. Und wow, dass du bereit warst, ne, dann doch so weit im Voraus zu sagen, ich gucke da hin. Und kannst du sagen, dass du dem nahe kommst, die Mutter zu sein, die du gern gehabt hättest? Man ist ja nie perfekt. Nö, das wurde ja auch nicht gesagt, wenn du die Mama sein willst, die du immer gerne gehabt hast. Das heißt nicht, dass die Mama perfekt wäre. Ja, aber ich vergebe jeden Tag mein Bestes und ich konnte so viel von dir auch für mich selber, für mein eigenes inneres Kind lernen. Also solange ich noch kein Kind oder aktuell, ist es ja auch immer noch so, dass ich an mir selber noch die Übungen, die du tatsächlich auch mit deiner Tochter machst, an mir selber vollziehe, sozusagen. Ich kann mich noch gut an deine Story erinnern damals. Da ging es, glaube ich, um Wut mit deiner Tochter. Und du hast erklärt, wie du das mit ihr machst, wie du das Gefühl spürst, wo fühlt sie das Gefühl und wie ich Farbe hattest, weil ich selber eher einen schwierigen Zugang zu meinen Gefühlen habe oder hatte, habe ich gelernt, auch die Übung bei mir selber anzuwenden.
Also oh, wow. Ich mache es oft selber, dass ich an dich denke sozusagen und an deine Geschichte mit deiner Tochter und das dann selber spüre, wo ist denn das jetzt das Gefühl und wie fühlt sich's an und ja, genau, einfach wieder mehr ins Spüren selber reinkommt. Wow, ich bin echt zutiefst gerührt gerade. Also ich krieg das. Ich versuche zu atmen. Ich feiere das gerade so sehr, euch hier zu haben. Wirklich vielen, vielen Dank dafür, das so mitzuerleben. Ich habe ja schon auch viele, die ich schon öfter gesehen habe, mit denen ich in der Übungsgruppe quatsche und da machen wir auch nachher immer es ist erst den offiziellen Teil und dann den inoffiziellen Teil, das liebe ich auch, weil gestern Abend ging ja über 4 Stunden, Herrgott nochmal, weil ich diese Nähe zu euch, ich bin euch so, so dankbar und euch zu sehen, diese Verbindung und wie diese Wirksamkeit war, auch in Folge 73, was du auch nochmal gesagt hast, Victoria, ne, das ist für mich echt, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist unglaublich, das zu hören, zu sehen. Ich danke euch von tiefstem Herzen, dass ihr mitmacht, dass ihr bereit seid, weil das ist so, wisst ihr, ich könnte ganz viel machen, wenn niemand da wäre, der sagen würde, Mensch, Kathi, das gefällt mir, dann könnte ich gegen die Wand laufen, es passiert nichts. Und mittlerweile, ich laufe nicht gegen die Wand, sondern ich laufe einfach durch die Wand durch, mit euch. Ja, wir sind ein Riesenteam, wir werden immer größer. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch bereit wart, das zu teilen. Wow. Gerne. So ein Zauber. Ich bin wirklich ein wenig geflasht. Okay, dann wollte ich noch ganz kurz, da könnt ihr vielleicht mitmachen. Ich habe mir ja eine Liste gemacht zu den Folgen. Wir feiern ja, ich habe es gerade kurz vergessen, vor lauter Rührung, das Dreijährige vom Podcast. Da war ja was. Trauer habe ich erwähnt, die Folgen mit meinen Eltern, meinem Mann und Günther habe ich erwähnt und diese besonderen Zauberfolgen wie die 73, die Victoria gerade erwähnt hat und die Folge 50, wo ihr mir Fragen stellt, wie ich das mache, fand ich auch ganz besonders. Und dann habe ich so thematische Folgen rausgehört und da könnt ihr jetzt ja einfach die Hand heben, wenn das bei euch auch sagt, also Handeln statt Reden habe ich erwähnt, finde ich unglaublich wichtig. Wenn ihr dabei seid, hebt gerne die Hand. Dann thematisch unglaublich wertvoll, Folge 32 und 33, Konsequenz statt Konsequenzen. Genau. Ja, da gab es ja auch zwei, heute heißt es ja Webinare für 0 Euro. Dann die Folge 54 und 55, Trösten statt Beruhigen, finde ich unglaublich wertvoll, thematisch. Das ist auch die ich immer allen weiterempfehle. Ist es so? Ja, weil mir das so oft auffällt. Ja. Zum Beispiel im Kinderturnen. Ja. Wenn die Kinder sich verletzen, die fallen irgendwo runter und weinen, ist nichts passiert, doch ist eigentlich schon was passiert. Ja. Das muss man anders begleiten. Und hast du den Eindruck, die können das dann sich dafür öffnen? Weil das ist ja schon, sag ich mal, thematisch auch ein Ding, was ganz schön viel wachrütteln kann. Ist es vielleicht zu heftig, die Folge zu empfehlen? Ganz Fremden mache ich das jetzt nicht, wenn ich die nur beim Kinderturnen treffe. Aber ich bin da ja auch mit meinen Freundinnen dort. Und da versuche ich das dann schon, vielleicht auch in einem Gespräch dann danach noch anzusprechen. Und ja, ich glaube schon, dass das auch einen anderen Blickwinkel einfach öffnen kann. Oh, definitiv. Das wäre übrigens eine spannende Frage an euch, finde ich. Welche Folge würde sich am meisten eignen als Empfehlung an Menschen, die eigentlich sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß? Habt ihr eine Idee? Schwierig, ne? Also ich habe tatsächlich empfohlen von Anfang an, weil die mich persönlich so überzeugt hat, weil ich, wie gesagt, weitergesessen habe, ja gesagt habe, einfach um diese Leichtigkeit zu bekommen. Genau. Ich finde die Folge mit Wertschätzung, also nicht einfach nur dein sondern genau beschreiben, das Bedürfnis man sich erfüllt oder erfüllt wurde. Und das finde ich ganz, ganz toll, die Folge. Stimmt, die geht bei mir oft so ein bisschen unter. Eigentlich, ja, das könnte ein guter Einstieg auch sein, das stimmt, ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Serie mit den Spielplatzkonflikten. Auch gut, stimmt. Weil das so ganz kurze Sequenzen immer sind, die einfach ins Ohr gehen und. Na, wo das, wenn dein Kind wieder. Wenn dein Kind die Rutsche blockiert, wenn dein Kind nicht teilen will, so diese Nummer, ne? Genau. Mhm. Ja, haben wir ja einige. Also haut es raus in die Welt, ne? Das ist immer mehr hören. Und dann hatte ich thematisch noch, ihr dürft gerne wieder die Hand heben.
ganz wichtig natürlich die Folge 65 Gehorchen und Gehorsam. Also ja. Und die Folge 67 wurde heute schon genannt Orientierung. Genau, ja. Und jetzt kommt die für mich inhaltlich weit umfassendste, tiefgreifendste Folge thematisch. Welche ich weiß, das? Welche du sagen wirst. Belohnung. Welche mit dem Respekt. Respekt, genau. Ah. Belohnung, Bestrafung ist super wichtig. Ist mit Belohnung, Bestrafung ist Folge 2, die bisher am meisten gehörte Folge. Klar, sie ist auch Folge 2. Du kannst die Folgen ja immer hören. Ne? Das heißt natürlich, wenn du im Vergleich bist zu den Folgen, haben die Folgen, die schon länger da sind, natürlich einen Vorteil. Nur Belohnung und Bestrafen ist einfach ein krasses Thema, was die Leute abholt. Nur genau so ist es, Hanna. Die Folge zum Thema Respekt, das ist Folge 64, ist bisher, würde ich sagen, ein fettes Brett. Würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen für Leute, die noch nicht so offen sind. Für jemand, der neu in der Thematik ist, eher weniger. Ich liebe diese Folge, ich liebe sie alle und ich bin wirklich unfassbar gerührt in meinem Herzen, ihr drei Mädels. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und vor allen Dingen vielen Dank, dass wir das hier gemeinsam machen. Ja, und ich habe bereits heute mit der lieben Jennifer, die ja jetzt auch mit zuständig ist für den Podcast, die nächste Folge vorbereitet. Morgen nehme ich sie auf zum Thema S wie Schimpfwörter, wie du auf Arschloch und Co. reagieren kannst. Ich denke, auch das wird eine Knallerfolge. Okay, dann sind wir bereit, würde ich sagen. Ich habe für euch noch kein Konfetti gestreut. Achtung, hurray! Für meinen Special Gast und wir werden sehen, ob es auch zwei Special Gäste werden. Und ihr werdet dann auch sehen, warum es die Special Gäste sind. Also vielen, vielen Dank. Ihr dürft oben rechts auf das Kreuzchen drücken. Und ciao, ciao, ciao. Tschüss. Feste Umarmung. Bis bald. Tschüss. Schön. Ja, ciao. Ich bin fix und fertig, Leute. Das kann ich euch sagen. So, jetzt ist das Geile, dass ich von meinen Special Guests die Instagram-Namen nicht aufgeschrieben habe. Das kriege ich hin. Da improvisiere ich einfach ein bisschen. Da ist es schon. Also wir laden ganz herzlich ein, auf jeden Fall den Special Guest. Sie hat fest zugesagt und wird da sein. Deswegen kann ich sie auf jeden Fall hier ankündigen. Ich begrüße ganz herzlich. Wen begrüßt sie? Wer kommt? Wer kommt rein? Da ist sie. Hallo? Hallo? Oh Gott, ich bin Hallo? Los. Ja, die Kamera einmal umdrehen, bitte. Was? Was? Da ist der zweite Special Guest ist auch am Start. Ja, runter die Kamera, weiter runter, runter und jetzt enge aneinander setzen, bitte. Au, au. Eieieiei, da könnte ich dich ja. Junge dich. Oh, ihr seid live, Leute. Das weiß ich jetzt. Sind wir zu früh, zu spät? Ihr seid genau richtig, Mama. Genau passend, wie immer. Also, herzlich willkommen an meine Mama. Und Hallo. Und an meinen Papa, ihr Süßen. So schön, dass ihr da seid. Wow. Ich hol mal Eis. Ja, ihr seid so leise. Ich mache euch mal lauter. Mach du, wie du meinst. Ich hole mal Eis. Nee, schrei nicht. Ja, hier geht das Chaos natürlich weiter, denn das sind meine Eltern. Und hier hinten steht der Blumenstrauß, Mama, von euch. Schön, Mäuschen. In der Vase von dir, siehst du? Ich sehe das, fantastisch, gefällt mir. Und das ist es eine Vase, die auch schon Oma hatte, oder ist es eine, natürlich. Die du dir... Natürlich. Natürlich. Eine Vase von deiner Mama. Von meiner Mama. Ja, ich so, freue mich, dass du das so wertschätzt. Katrin. Ja, das weißt du, das ist mir besonders wichtig. Ich weiß es, ich darf es doch gerade nochmal sagen. Oh, definitiv. Könntest du ein bisschen mehr in die Kamera rutschen, dass wir auch die zweite... Ja, sag mal, querstellen kann ich ja nicht, ne? Du kannst mal versuchen. Warte mal. Nee, das ist keine gute Idee, Mama. Nee, das ist keine gute Idee, alles klar. Könntet ihr vielleicht runter und jetzt ein bisschen weiter weg von der Kamera, ja. Dass Papa noch zu sehen ist. Oh, ja? Das ist kompliziert. So, ist wunderbar, wunderbar. So bleiben, wunderbar. Stillhalten. Atmen dürft ihr, nur haltet still.
Lasst uns doch nochmal anstoßen. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Heute beim Mittagessen. Machen wir jetzt, weil morgens um die Zeit trinke ich noch keinen Alkohol, sonst gerne. Das ist neu. Prost. Das ist nicht neu. Das war immer schon so. Ja. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also, euch begrüße ich jetzt auch nochmal. Hurray, meine Eltern. Hurray. Hurray. Super. Habt ihr gehört, dass wir die 2-Millionen-Marke jetzt demnächst knacken? Also. Na, das haben wir gehört. Ich finde es unfassbar. 0:54 wird es sein. Ach, ist das so? Sagst du. Ich bleibe die ganze Nacht auf. Ja. Also. Na, ich freue mich. Ich freue mich einfach unglaublich für dich. Ja, danke, Mama. Du hast mir heute auch gesagt, wie stolz du auf mich bist. Und ich weiß, dass Papa das auch ist. Ja. Und dass ihr unterstützt mich ja auch sehr. Und ich weiß, dass, das kann ich von Papa jetzt nicht sagen, vielleicht finden wir das heute noch raus. Mama, du hörst ja so gut wie jede Folge, glaube ich. So ist es, ja. Und Lass mir davon erzählen. Ja, das ist so euer Ding da. Ja, Mama liest die Bücher und sie erzählt dir und dann hast du das Buch quasi gelesen. Mama hört die Podcasts und erzählt dir davon, dann hast du ihn quasi gehört. Ich höre ja auch schwer. Ja, und du kannst auch schlecht gucken und so, schon klar. Genau. Ja. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich ja auch fast zu jeder Folge ein Feedback von dir bekomme. Ja. Ja. Ich frage dich, ob du bereit bist, mir zu jeder Folge ein Feedback zu geben. Ja, wenn du mich dazu so aufforderst, dann werde ich. Nee, ich fordere dich nicht, aber ich frage dich, ob du bereit bist. Du kannst auch Nein sagen. Ich bin bereit. Ich bin. Vielleicht. Für dich. Auf weil ich liebe das Feedback von dir zu meinen Folgen. Das ist. Ach, das freut mich. Ja. Weil manchmal, da habe ich schon gedacht, okay, soll ich. Weiß ich auch nicht. Du, das freut mich. Vielleicht, das habe ich jetzt vielleicht noch gebraucht. Das mache ich unglaublich gerne. Du meinst die Podcast-Folgen? Ja. Ja, natürlich. Du kannst mir auch zum Blog-Feedback geben. Ja, ich bin ja technisch, ich bin schon sehr weit, finde ich, für mein Alter. Vielleicht du kannst allerdings Podcast und Blog kannst du auseinanderhalten, oder? Ja, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, ja. Mit dem Podcast komme ich super klar und da schreibe ich dir immer eine über Telegram. Das ist nicht so gut, oder? Doch. Das ist genauso. Und wie mache ich das mit dem Blog? Da, mit dem Blog komme ich nicht klar. Wie gehe den ich liest davor? Du. Den lese ich. Da bin ich begeistert und dann? Kannst du mir eine Sprachnachricht schicken? Wie? Ja. Kannst du mir eine Sprachnachricht schicken? Alles gut. Kann ich das so machen, wie ich das kann? Wunderbar. Ja, ich möchte ja das Feedback für mich haben. Das braucht ja sonst keiner. Ja, sehr gut. Super, dass du das so sagst. Das freut mich. Ja. Es ist immer gut, auch über Dinge zu sprechen. Das stellen wir ja immer wieder fest. Immer Papa, wieder. Papa, was zwingst du deine Stirn so? Was ist los da? Papa? Ja. Nee. Papa? Nee, du doch nicht. Ich sitze so unbequem, das ist alles. Ja, wenn mein Hintern nicht gut sitzt, dann ist meine Stirn auch nicht gut. Ah, verstehe. Das ist miteinander verbunden. Ja. Also ich würde, ja, warte, darf ich noch eins sagen? Ich freue mich einfach unglaublich, dass du als meine Tochter deinen Weg konsequent gehst. Unsere. Ja, okay, ich kann jetzt von mir sprechen. Du bist unsere Tochter. Ich freue mich, dass du deinen Weg konsequent gehst. In einem sehr frühen Stadium in deinem Lebensweg. So empfinde ich das. Danke, Mama. Ja, das manchmal fühlt sich das für mich gar nicht so an, dass ich das so konsequent gehe, weil ich ja auch meine Themen habe und wie wir wissen, weiß ich. Auch aus dem Podcast wissen zu den Mobbing-Folgen, dass mich das schon sehr beschäftigt hat, das Mobbing in der Schule, wo auch ihr ja Teil dieser Geschichte seid, habe ich schon auch manchmal damit zu kämpfen, dass ich denke, ich gehe, das stimmt schon, ich bin sehr konsequent, das habe ich auch vor allen Dingen von Papa. Und doch, auch wenn ich konsequent gehe, rütteln viele Dinge im Hintergrund einfach. Ne? Absolut, wird nie aufhören, darf ich dir sagen. Ja, das weiß ich. Gleichzeitig komme ich immer mehr in den Frieden mit mir damit, dass es okay ist, dass ich so konsequent meinen Weg gehe. Genau, und das ist, glaube ich, das, was ich ausdrücken möchte und dass du wirklich das machst, was dir wichtig ist in deinem Leben.
Und das empfinde ich so als deine Mutter. Und da freue ich mich unglaublich für dich und bin stolz. So, vielleicht so gesagt. Vielen Dank, Mama, für deine Wertschätzung und gerne. Deine Liebe, ja. Ja, und die Community wächst, ne? Das beobachtest du ja mit sehr. Also wenn hier einer Papa, ja. Ich beobachte das sehr und Papa, wir sehen niemanden von euch. Entschuldigung, könntet ihr vielleicht? Ich musste mal eben einen Schluck trinken. Nee, musst du nicht, du wolltest und ihr könnt ja auch trinken und gleichzeitig zu sehen sein. Ja, Moment. Aber nicht gleichzeitig reden. nein, aber dass du die Welt ein bisschen freundlicher gestalten willst. Ja. Und dieser Weg gefällt mir. Ja, manche fragen ja, sagen ja, dass ich irgendwie, wie heißt das, ein wenig freundlicher gestalten. Es wäre zu wenig. Und ich habe mir da ja schon was bei gedacht, denn ich bin nicht allwissend und ich bin auch nicht alles könnend. Und ich finde, dass wenn ich mir wichtig ist, dass ich mir Ziele setze und dass ich Visionen habe und dass ich meine Werte habe, was ich immer wieder hinterfragen kann und optimieren kann für mich. Das ist wie mit Strategien, die ich mir überlege, um Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich zu hoch stapel, dann bin ich überfordert damit und dann lasse ich es ganz sein. Und genauso habe ich mir überlegt, wenn ich mir sage, ich möchte die Welt ein wenig freundlicher gestalten, dann überfordert mich das nicht so, da habe ich keinen Druck drin. Und das kann ich ganz viele Jahre machen. Und wenn ich das ganz viele Jahre mache, ein wenig freundlicher gestalten, dann wird daraus, aus dem wenig freundlicher, wird ein großes, friedvolles Miteinander. Ja, ja, ich glaube das auch. Es wächst so langsam. Ja, für mich kommt da so eine große Offenheit drüber und das Gegenteil von absolut. Denn mehr kannst du nicht tun. Du kannst nur das tun, was aus deiner Seele kommt, aus deinem Herzen. Und ein wenig freundlicher, mir gefällt die Ansage sehr gut, weil du damit auch ansagst, dass es nichts Absolutes gibt. Ja. Es gibt kein richtig und falsch. Und das ist von dir. Du gibst ganz viel und hoffst, dass es kommt. Und ja, es wird, entwickelt sich. Ich nehme das mit großer Freude wahr. Ja, und schreiben gerade einige, zum Beispiel die Jea, Zmin, zusammen sind wir groß. Und Papa, du bist ja der noch vor mir die Zahlen bei Instagram auch am Start hat. Ich kriege da manchmal, das wissen jetzt ja mittlerweile auch einige, dass du manchmal kryptisch Nachrichten schickst. kriege ich nur eine Nachricht von meinem Papa, geschafft. Ich denke so, ja, was denn geschafft? Ja, ist ja logisch. Du hast die so viel Marke geknackt. Ach so, ja, okay. Oder es kommt nur eine Zahl. Jetzt was kam jetzt letztens, als ich im Urlaub war? Ach, by the way, schöner Urlaubsstart. Wo sind wir gerade? Weiß ich nicht. Ja. 83 oder was hast du geschrieben? Du hast es im Blick, Papa, du. Naja, weil ich deinen Weg unterstütze und deswegen bin ich da so dran. Ne? Mhm. Ja. So nehme ich das auch wahr und so verstehe ich das auch. Und ich freue mich über jede 0,1, die es höher geht für dich. Das sind ja immerhin schon 100 Menschen. Und für euch. ja. Für die Community. Ich freue mich wirklich. Ja, ja, das ist schön. Und ihr seid meine absoluten Special Guests heute natürlich, weil alle sind Special Guests heute gewesen. Auch in meinem Podcast sind für mich alle besonders. Es gibt keinen einen besonderen Gast. Deswegen fällt mir das auch so schwer, eine Lieblingsfolge zu benennen. Deswegen hatte ich das in so ein paar Kategorien aufgeteilt. Nur ihr seid natürlich schon heute und auch im Podcast für mich besondere Gäste, weil ihr meine Eltern seid. Genau. So das ist schon eine besondere Rolle in meinem Leben, die ihr habt. Ja. Ja. Wie du auch in unserem Leben. Ist so. Ja. Und Folgen, ich weiß, dass die Folge zwischen dir und mir, Mama, einige genannt haben unter dem aktuellen Post als Lieblingsfolge. Ach. Ach ja. Ich glaube, die gibt es ja auch schon länger als die Folgen mit Papa. Also die war ja... Folge 16. Das war schon ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, das war ganz zu Anfang deiner Zeit. Ja, ne? Ich bin ja immer spät dran. Ja. Babe? Ja. Babe, ja? Könntest du mir einmal helfen nochmal? Was brauchst du? Na, frag mal, was ich brauche.
Alkohol. Ein halbes Glas. Ja, ich habe halt nicht. Ich wollte mit euch nochmal anstoßen. Wäre es für dich in Ordnung, mir nochmal ein halbes Gläschen einzuschenken? Mit meinen Eltern anzustoßen? Und möchte Günther? Nee, will er nicht? Ich nicht. Musik anmachen? Ich glaube, der möchte nicht. Nee, okay. Das riecht ja so nach dem. Dann mache ich Musik an. Ich kann das auch ohne Günther. Sehr gut. Beruhigend. Ach, dann gucken wir mal, was wir anmachen. Schön, weil alles geschrieben wird hier. Ja. Wenn wir ähnlich freundlicher sind, werden wir das in die nächsten Generationen tragen. Genau so ist es. Nee. Na, falscher Song, egal. Egal. Ich wollte was anderes anmachen. Den kennt ihr. Ja, das ist doch unser Familiensong zum Geburtstag, Mensch. Genau. Ja. So ist es. Prost. Ich mache mal ein bisschen leiser beim Refrain, mache ich nochmal lauter. Prost. Auf 3 Jahre Podcast. Zum Wohl. Mal, könntest du nicht einfach zu diesem von diesem behavior-statischen Putin mit der Baerbock mal dahin reisen und dem mal den Kopf so ein bisschen richten oder so? Papa, weißt du? Hm? Du kannst das auch machen. Ja. Nein, ich mach Eltern, Familie. Das ist meine Politik. Ja, aber der könnte das auch kaufen. Ja, ich glaube, Empathie schadet niemandem, ne? Ich könnte ihm ja mal deinen Kurs anbieten. Da darf ich noch mal sagen, das habe ich dir heute früh gesagt, weil eine Oma hat ja in dem Podcast von gestern sich... Entschuldigung, Mama, der Refrain kommt. Wir haben leider keinen Konfetti. Nee, das ist auch gut so, dass wir keinen Konfetti haben, weil da... Ich habe ein Jahr gebraucht, um dieses Konfetti hier aus der Wohnung zu kriegen. Mann, kannst du nicht einmal deinen Schnüssel halten, ey? Wer? Ich? Wer darf jetzt? Wer ist jetzt dran? Du bist jetzt dran, ja. Ich bin jetzt dran. Ich wollte das jetzt nochmal sagen, dass ich da so glücklich bin, dass eine Großmutter sich gemeldet hat. Im Podcast Folge 73, aktuelle Podcast-Folge. So ist es. Und die hat was gesagt, was mir aus dem Herzen spricht, aus der Seele, dass alles, was du vermittelst, du bietest das im Moment an für Eltern mit Kindern, also sage ich mal mit kleinen Kindern, ja, die in die Kita gehen und ja, so langsam wachsen und so. Gleichzeitig ist all das, was du gibst und sagst, eben auch für das ganze Leben, für jede Beziehung im Leben, für Beziehung zum Partner, zu den Freunden, im Job, mit dem Chef oder mit den Kollegen. Es, ja, und unser Leben hat es ja auch sehr positiv verändert. Ja, das stimmt gut. Vielen Dank für deine Worte. Ja. So schön, dass ihr bereit wart, auch heute Abend hier live zu gehen. Ich habe ja gestern spontan angefragt. Ja, das ist so deine Art, ist total in Ordnung. Ja, das sind so Impulse, die ich dann habe. Ich bin ja ein organisiertes Chaos, wie ihr wisst. Ich weiß. Oh, das gibt's auch. Ich weiß. Ja. Oh, und das sieht man auf meinem Schreibtisch. Ja, das kenne ich, dein organisiertes Chaos auf deinem Schreibtisch. Ja. Ich bin ja auch deine Tochter, wobei mein Schreibtisch sieht anders aussieht. Nö, das ist Ansichtssache. Mein Schreibtisch sieht anders aus als deiner. Nur ich habe dieses Hören Sie hier einen versteckten Konfliktpunkt zwischen meinen Eltern. Der Schreibtisch meines Vaters. Nein. Alles gut. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ja, und ich hatte jetzt die spontane Idee, ihr könnt gerne bleiben, noch kurz einen Moment. Ja. Dass wir zum Abschluss, möchte ich gerne in die Runde fragen, von den Menschen, die jetzt noch da sind, wer möchte gerne jetzt live kommen und ein Statement zum Podcast abgeben? Ich stelle mir sowas vor wie, was ist meine Lieblingsfolge? Was möchtest du mir sagen zum Podcast? Was gefällt dir besonders am Podcast? Gibt es irgendwas, was dir auf der Seele, auf dem Herzen, auf der Zunge brennt, was du hier in diesem Live
einmalig teilen möchtest, dann schreib mir in den Kommentaren und dann hole ich dich rein. Ich möchte ja in Kontakt treten mit der Community. Ihr seid in einem sicheren Rahmen, meine Eltern sind auch dabei, die leben auch noch. Ihr alle anderen habt überlegt, die Frabo möchte gerne. Dann laden wir doch mal die Frabo ein. Das machen wir. So. Da ist er. Aufregend. Wer kommt? Wer ist Frabo? Hallo! Hi! Wie heißt du? Francesca. Ich komme aus Italien. Oh, ich kann leider überhaupt kein Italienisch. Hola ist Spanisch, ne? Ja, richtig. Ciao. Ciao, 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 Francesca. Wie cool. Was hast du auf dem Herzen? Also ich habe deinen Podcast ganz spontan, ich bin ein bisschen aufgeregt, ganz spontan im September entdeckt und ich bin wirklich so dankbar. Ich habe mir alle Folgen schon angehört, außer die letzte. Und ich bin auch Lehrerin und das hat einfach meine Haltung den Schülern gegenüber auch total verändert. Und ich bin dir wirklich sehr dankbar. Und in letzter Zeit komme ich auch viel mehr mit Schülern in Verbindung. Und das erfüllt mein Lehrerdasein auch. Ja, also ein Geschenk, Francesca. Vielen Dank, dass du den Weg gefunden hast zu meinem Podcast und dass du auch als Lehrerin das weitergibst. Es ist so wertvoll. Die Kinder werden dir sehr dankbar sein. Und wie du sagst, dass du mit SchülerInnen in Verbindung treten kannst, wie fühlt sich das an, Francesca? Also wie gesagt, das fühlt ein bisschen mein Lehrerdasein mit Sinn. Und es geht mir viel besser und ich sehe mich so, das ist die Rolle als Lehrerin, die ich haben möchte und so eher als Begleiterin und ich bin auch dankbar, dass ich durch dich die Martina kennengelernt habe. Sie hat auch eine große Rolle gespielt und es macht viel mehr Freude und das ist einfach den Weg, den ich gehen möchte und ich habe auch deinen Podcast, also ich empfehle allen deinen Podcast, alle Kolleginnen und ja. Vielen, vielen Dank, Francesca. Wow, mich berühren eure Geschichten, deine Geschichte. Guck mal, was bei dir passiert. Auch im Unterricht. Also ich habe dich immer auf meine Schulter und dann ich versuche immer mich zu fragen, welche Bedürfnisse welche Bedürfnisse hat der Schüler oder die Schülerin, warum handelt er oder sie so? Und auch das, was du immer sagst, die Kinder machen nichts, um uns zu ärgern, also um uns zu provozieren. Und es ist nie etwas gegen mich und es hat immer einen Grund. Ich versuche zu hinterfragen, woran liegt jetzt dieses Verhalten? Ja, genau so. Ja. Und ich bin wirklich sehr gerührt gerade. Das ist einfach die pure Magie für mich. Vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, das so spontan zu teilen. Du bist verrückt, oder? Also mein Herz. Also, wirklich. Also, und dann ist eine Fremdsprache für mich. Ja. Ich bin eigentlich mit 21 nach Deutschland gekommen. Und mein Herz klopft. Ja, meins auch. Und ich habe ja meine Eltern drin gelassen, ein wenig Schutz noch da darzustellen. Ja. Vielen, vielen Dank, Francesca. Ich gucke mal, ob noch jemand spontan möchte. Du drückst einfach oben rechts aufs Kreuzchen und dann kommst du wieder rein, wenn du magst. Und wie gesagt, vielen Dank, wirklich. Also ich habe zu danken. Danke. Von Herzen gerne. Francesca. Ja. Ciao. Bald. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss an die Eltern auch. Die Folge mit der Mama war super, wirklich. Danke, danke. Tschüss. Okay, wow, Francesca, das ist krass, oder? Mama, Papa, ja. Sowas hörst. Das ist unglaublich. So, das freut mich so, so mutig auch. Das in der Fremdsprache, also in einer Sprache, also ich stelle mir vor, ich würde in Französisch sprechen sollen, wobei ich das aus dem Herzen dann auch einfach machen würde. Und die Francesca hat ja ein sehr wahnsinnig gutes Deutsch gesprochen und alles, was sie gesagt hat, entspricht genau dem, was du vermittelst. Das ist großartig, ja. Aber du wolltest noch was sagen? Ja, entschuldige. Nein, ich ziehe das lieber zurück. Warum?
Wir laden das jetzt Janine ein, die war angeblich bereit. Vielleicht magst du dann noch was sagen. Papa. Ja. Hallo Janine. Hallo, ihr drei. Ja, du eine. Hallo. Ich habe kurz überlegt, ziehe ich mir jetzt schon einen Schlafanzug an und bin ich sofort wieder zurück. Ja, klar, Mann. Janine, wie geil, wie schön. Ich kann dir jetzt persönlich gratulieren. Ja, und du, ich weiß nicht, Mama, Papa, könnt ihr euch erinnern, dass wir Janine ja live kennengelernt haben auf der Ausstellung von Mike? Na klar. Okay, dann bin ich beruhigt. Es ist eine Kurzangst. Ich auch. Und da habe ich nämlich die Ausstellung von Mike in Berlin angekündigt und habe gesagt, kommt alle vorbei, ich bin auch da. Und Janine war tatsächlich eine, die geschrieben hat, ich komme, bist du wirklich da? Ich sehe, ich bin da. Und es ist einfach so geil, euch zu treffen. Und Janine habe ich getroffen und gleich ins Herz geschlossen, weil wir unter anderem die gleiche Frisur haben. Ja. So, ich bin ganz schön kurz geworden gerade. Guck mal. Was ist denn da los? Hör mal. Ja, Kathi kennt meine Story mit kurzen Haaren. Ja, die kenne ich, mein Herz, die kenne ich. Ich habe mal wieder so ein bisschen durchdrehen müssen. Das ist die Renitenz in dir drin. Das ist ein Statement, ne? Ja, voll, absolut. Also wenn schon, denn schon. Ist der Ruf einmal ruiniert, weiß der, ja, lebt sich total. Ich lebt es sich ohne Haare ganz ungeniert, ja. Ja, ist ein bisschen kalt, aber... Sag mal, Janine, um die Leute kurz abzuholen, also wir, du hast mich, glaube ich, im Podcast oder bei Instagram entdeckt, das weiß ich gar nicht. Podcast. Und dann haben wir uns bei der Ausstellung von meinem Mann, von Mike, eben persönlich getroffen. Da habe ich dann vor lauter Aufregung gleich das ganze Glas umgeschüttet. Auf mich? Genau. Glas oder Blumenwasser. Mein erster Kontakt mit Cremant. Seitdem süchtig, ne? Und ich habe keinen. Ich habe gerade gestern beschlossen, kein Alkohol erstmal für die nächsten Wochen. Ah ja. Ja, das schließe ich natürlich ab morgen auch. Ne? Nur heute konnte ich das nicht. Hat schon ein bisschen mitgelesen. Und dann bin ich eine, die den Kurs als allererste mitgemacht hat. Und du hörst den Podcast, du schickst mir ab und an auch immer ein Feedback dazu oder wir schicken uns Sprachnachrichten. Lassen wir uns doch mal, weil wir den Podcast feiern, kurz teilen. Gibt es bei dir eine Folge, wo es irgendwie so krass Bums gemacht hat? Also wo du dich erinnern kannst, die hat dich irgendwie einmal um 180 Grad gewendet oder irgendwie sowas? Ich bin ganz schlecht in Zahlen merken. Nur es war auf jeden Fall so, dass ich im Auto saß und ich habe damals beschlossen, ich habe das irgendwie satt, so Radios zu hören, Nachrichten und so, und habe gesagt, okay, Podcast. Wenn ich zu den Hausbesuchen fahre, höre ich Podcast. Janine, und da war einer, das alle wissen, ja. Genau, ist ein bisschen in meinem Namen. Genau. Und ich habe gedacht, ich brauche diese Zeit für mich. Ich möchte quasi Dinge für mich tun. Und da dachte ich so, okay, GfK, mega, weil ich auch aufgrund meiner eigenen Geschichte ein bisschen mehr Berührung mit mir haben wollte. Und dein Podcast hat tatsächlich, ich habe damals ja auch schon zwei Kinder gehabt und war in dem Tiefpunkt meines Lebens, weil ich ja auch so ein Riesenschlafthema mit meinem Sohn habe und habe ja komplett die Verbindung zu mir verloren und total gekappt. Und der Podcast hat es tatsächlich geschafft, auch durch deine frische Art, die Verbindung wieder zu mir quasi überhaupt wieder herzustellen, so eine Brücke zu bauen. Und absoluter Gamechanger war ja dann der Kurs, so für mich nochmal. Der hat so total mein inneres Kind, mein Schattenkind einmal so richtig umhüllt. Und das war nochmal wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Und jede einzelne Podcast-Folge gesuchtet, immer montags, immer gehört, nie zu spät. So. Und es ist vor allen Dingen der absolute Wahnsinn, weil es mich in meiner täglichen Arbeit begleitet, die Eltern zu verstehen. Ich fange da an, wo das Leben beginnt, Leute. Ja. Ja. Und da setze ich tatsächlich mit der GfK an und versuche so früh wie möglich die Schwangeren, natürlich habe gerade geschrieben, die werden alle gezwungen, den Podcast zu ich arbeite so nicht. Scheiß auf die Freiwilligkeit, das muss. Da vergesse ich kurz mal die GfK, da mache ich dann GVK. genau, und das ist so viel wert, wenn ich schon, ich sag mal, in der Interaktion mit den Eltern bin,
auf dem Wickeltisch das Baby und es sind schon die ersten Haltungen, die da kommen und da setze ich an und da lebe ich dich quasi. Ja. Und deswegen Podcast-Kurs, alle zu dir und ich habe schon wirklich einige Frauen, die auch den Kurs bei dir gemacht haben. Wow. Und haben sich bedankt für die Empfehlung und ja, ich sehe die Geschwisterkinder, ich sehe, wie der Umgang mit den Geschwisterkindern ist, wenn die nächsten Babys kommen. Ich sehe die Veränderung bei den Familien. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue und ich habe dir ja auch schon so ein paar tolle Stories dazu geschickt und ja. Du, da hatte gerade die Jane eine Idee, die mir auch just kam. Ja. Wir wollen dich im Podcast haben. Ja, war, ist ein Wunsch übrigens. Den hast du bisher immer ignoriert. Nee, dann auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon die nächste, die mit Günther die Folgen im Kasten quasi, also im Kopf. Und Janine, wärst du bereit, Gästin zu sein in meinem Podcast? Sowas von. Yes. Baby. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ich will. Ich habe dich noch nicht mit Konfetti. Hier. Hui. Ja. Also wäre mir eine große Freude und ein inneres Fest mit dir das zu machen und vielleicht auch ein bisschen über GFK mit Babys und ja. Ja. So fragen immer einige nach. Wir können mal überlegen, welches Thema wir konkret nehmen. Da finden wir was. Auf jeden Fall ist es hier gesetzt. Ich freue mich auf die Folge jetzt schon. Also die nächsten geilen Folgen stehen schon mal. Super, dann trinken wir wieder Alkohol. Also bis dahin bin ich dann wieder raus. Aus der Phase. Ja, danach dann, Janine, danach. So wie bei der Übungsgruppe, da trinke ich ja auch erst beim inoffiziellen Teil. Erst nachdem der offizielle Teil zu Ende ist, hole ich mein Gläschen. Dabei bleibe ich, da bin ich konsequent. Ja? Okay, na, wir entscheiden ja, wann ist Ende und wann ist der. Ne? So ist es, Janine. Du hast es gecheckt. Okay, dann lass mich noch einmal gucken, ob noch eine was auf dem Herzen hat zum Podcast. Janine, ich danke dir sehr für dein spontanes Kommen. Drück dich Liebe ganz Grüße, fest. Alice. Und die Grüße gehen an euch. Habt ihr es verstanden, Mama und Papa? Ja. Ja, ja, hat sie. Gerne sie, ja. Zurück von Herzen. Wir sehen und hören uns definitiv. Also, ja. Das steht ja außer Frage. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Stoßen wir noch mal kurz an und ich warte in den Kommentaren, ja, wer... Ich stoße gerne mit an. Ja, das weiß ich, Mama. Sehr gerne. Wenn ihr das hört, was ist da los? Papa, hast du vielleicht noch was? Papa, wo bist du? Wer ist hier? Ich bin aus dem Bild. Ich bin so ein bisschen, die Mami drängt mich immer an die Nein, Seite. Nein, ich gehe zur Seite. Wir sitzen nicht so. So? Ja, so ist besser. Genau. So, ja. Ja. Möchtet ihr noch was sagen? Wir haben doch schon. Ja, ja, ich habe eine Menge gesagt. Ich finde es einfach. Ich habe gerade spontan gesehen, dass jemand, den wir kennen, das ist Herr Weidemann, der hat ganz nette Worte geschrieben und da möchte ich mich jetzt bedanken. Ja. Einfach so. Im Chat hat er das geschrieben. Darf ich Nein. das? Papi hat jetzt gerade hier so getan, das dürfte ich gar nicht sagen. Ja, Datenschutz und so. Aber es steht doch hier, das kann jeder steht lesen. Steht doch hier. Und da ich den netten Herrn Weidemann kenne und sehr wertschätze, möchte ich einfach sagen, dass ich mich unglaublich freue über seine Kommentare. Was hat er denn geschrieben? Ganz viele, ganz nette Kommentare. Steht, hallo, sehr gern, schreibt er jetzt. Ach, da, okay. Ja, das sage ich doch. Das lese ich doch. Ich bin doch Multi, obwohl das ja mittlerweile nicht mehr so angesagt ist. Ich kann, ich bin geistig anwesend und gleichzeitig lese ich das so. Und das wollte ich einfach zum Ausdruck bringen. Das darfst du gerne. Ja, ich schreibe ja gerade nochmal sehr gerne. Und ja. Ich fand das sehr berührend, was sie gesagt hat. Ja, genau. Ich hätte es nicht besser sagen können, ja. Was jetzt? Ich komme nicht mehr mit. Nee, nein, er war ja kürzlich bei uns und so. Wir sehen ihn bald wieder und dann werden wir wieder drüber sprechen, ja. Aha, ja, ich lasse mich mal das, nach dem Live aufklären, wer Herr Weidemann ist. Genau. Ja. Ich kriege sie mich gerade nicht auf die Kette. Datenschutz, ja, hier ist kein Datenschutz. Alle, die hier schreiben, ja. Geben quasi damit ihre Einverständniserklärung, dass wir drüber sprechen. Was Janine gerade gesagt hat, und das ist, sind einfach diese Momente, ne? Wenn ihr euch vorstellt, dass jeder Mensch, der bereit ist, die Impulse anzunehmen, hat ja seine eigenen
deine eigene Wirksamkeit in dem eigenen Bereich. Weißt du, Janine ist Hebamme, die Francesca ist Lehrerin. Ja, Janine hat selber Kinder. Genau. Und das, da passiert so viel. Und das ist Wahnsinn, oder? Ich finde das einfach Wahnsinn. Ich find's. Ja. Also gibt es jetzt noch eine, die was auf dem Herzen hat oder eine, was sie oder er mir schon immer sagen wollte zum Podcast, zum dreijährigen Jubiläum? Ist noch. Hä? Papa? Ich finde es bewundernswert, dass es so gewaltfrei ist. Es ist ohne irgendetwas, also nicht auf die Straßenketten oder blockieren oder wie auch immer, sondern es kommt aus sich heraus und das finde ich großartig. Ohne dass man irgendwie, man kein Demo-Recht und wir haben Recht auf Demonstrationsfreiheit und was nicht alles und blockieren alles, sondern ihr blockiert ja eben nicht. Und das ist das Tolle. Okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist niemand, niemand hat mehr was auf dem Herzen. Smin wäre bereit. Moment, okay. Wie wird das geschrieben? Yeah_Smin. Ich versuch's mal. Yeah_Smin. Oh, falsch geschrieben. Yeah_Smin. Da. Laden wir ein. Mal gucken, wer kommt. Hallo? Ha! Ah. Hi! Ich kann es kaum sehen. Aber man sieht ganz schlecht. Ich habe hier eine Lichterkette, aber... Warte. Nein. Moment, ich mach mal Licht an. Ja, mach mal Licht an. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Licht kann helfen. Hi! Hi! Ja, das Baby schläft. Ja, wunderbar. Dann so in der Wiege. Also du bist leise jetzt, leise. Wie heißt du denn? Jasmin. Du bist die Jasmin und du hast was auf dem Herzen. Oh, eigentlich so viel und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und vor Tränen in den Augen, weil ich so aufgeregt bin. Ja. Ja, ich habe vor 8 Monaten mein zweites Kind bekommen und... Oh, und ich war vorher immer sehr stark in Verbindung mit meiner größeren Tochter. Und als das Kind dann kam, ist das wirklich alles zusammengebrochen, weil alles anders kam als gedacht. Es wurde dann plötzlich ein Kaiserschnitt und ich musste dann in Corona-Zeit 3 Tage ja im Krankenhaus bleiben. Ja, und meine Tochter hatte den Tag nach dem Kaiserschnitt dann auch noch Geburtstag. Und ja, ich konnte sie nicht sehen und sie durfte nicht zu mir kommen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, okay, da ist das Gefühlsband auf mich eingebrochen. Also unter dem Bett, ich wollte für meine Tochter da sein, die mich überhaupt nicht mehr an sich rangelassen hat. Und ich kann jetzt sagen, dank dir, Kathi, nach 8 Monaten sind wir wieder in Verbindung. Oh, wie schön. Oh Mensch, Yvonne, das ist einfach so schön. Und das ist so schön zu fühlen. Und Jasmin, Entschuldigung, nicht Yvonne. Für dich heiße ich auch Yvonne. Immerhin mit J, immerhin mit J. Nee, Y, ja, egal. Jasmin, Yvonne, keine Ahnung. Oh Gott. Nein, es ist einfach so schön, denn Kleinigkeiten wie... Ja, ich kann meinen Sohn stillen und sie sitzt neben mir und mich. Oh, ja, das vergeht. Also, ja, und durch diese Situation bin ich halt auf dich gestoßen, weil ich habe von außen immer nur gehört, ach, sie muss da durch, Mensch, ne, das wird alles schon so seinen Weg finden. Und ja, du musst sie jetzt halt auch einfach mal in Ruhe lassen und so. Und innerlich hat in mir immer was geschrien, nein, das kann nicht sein. Wenn sie doch so reagiert, dann muss da mehr hinterstecken. Und ja, und immer wieder, wenn ich dann gesagt habe, ach Mensch, du bist gerade so verletzt, weil auf der einen Seite war es doch so schön, als wir alleine waren. Ja. Nur Mama war da und jetzt auf einmal ist da jemand, der immer schreit, wenn wir beide irgendwie gerade kuscheln oder mal endlich Zeit haben, ein Puzzle zu machen und dann
ja, ist er wieder da und schreit vor sich hin. Und da kam dann der Moment, dass sie einfach nur noch geweint hat. Also 2 Stunden lang gefühlt geweint hat und geschrien hat und innerlich zusammengebrochen ist. Und da habe ich gemerkt, da war der Moment, dass sie gemerkt hat, oh, endlich werde ich gehört. Ja. Endlich darf ich sagen, dass das alles nicht schön ist, sondern für mich scheiße ist. Und seitdem, ja, sind wir wirklich eine 4-köpfige Familie. Oh, und Jasmin, ich bin so stolz auf dich. Wow. Und sag mal, kannst du mir sagen, du bist dadurch auf mich gekommen, welches war die erste Folge, die du gehört hast? Oh, ich glaube, also gefunden habe ich dich tatsächlich, glaube ich, bei Instagram. Mhm. Und die Folge war dann tatsächlich auch die erste Folge. Und also, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, welche Folge ich nicht gehört habe. Ach so, okay. Ja, und ich glaube, die erste war einfach so, ich habe chronologisch angefangen. Ah, ja. Und ja, und wow, habe auch in jeder Folge gefühlt was mitgenommen und nerve, glaube ich, auch so ziemlich jeden in meinem Umkreis damit, von wegen, jetzt hört ihr das an, hört ihr das an. Ja, mach weiter, komm. Wir wollen was bewegen. Es braucht halt die Bereitschaft, ne? Und es ist, also deine Geschichte zu hören, ich weiß, was ist das Gefühl gerade? Ich bin mehr als G oder B rührt. Kann man auch überlegen, ob B rührt jetzt ein echtes Gefühl ist oder nicht, drauf geschissen. Ich bin sehr bewegt schon auch, ja. Mhm, hätte ich auch gesagt. Ja, ja, so befreiend, wirklich. Ja, also, ja, ja. Alles hatte jetzt so seine Richtigkeit und ja, ich denke, ich musste durch diese harte Zeit gehen, weil ich dadurch einfach ja zur GfK gefunden habe und es sollte alles so sein. Also bin ich mit allem im Reinen und ja, okay. Meine Cousine ist auch da. Yay! Ja, und ist einfach ja. Ja, und auch so ein, weißt du, so ein, dass du das gerade mit uns teilst, weil es ja schon auch oft in dieser Elternschaft darum geht, es, dieser Druck, es perfekt zu machen, bei uns ist alles in Ordnung. Und dabei sind das die Konflikte, die einfach sein, die wirklich sein dürfen, weil sie so wichtig sind. Wie du gerade sagtest, jetzt sind wir eine 4-köpfige Familie. Das ist wow und das darf, bei euch hat es 8 Monate gedauert, bei manchen dauert es ein ganzes Leben lang und es passiert nie. Bei manchen geht es irgendwie schneller. Und dass du auch bereit warst zu sagen, ich gucke dahin und ich finde meinen Weg, ja, der sich für mich gut anfühlt. Und ich mache nicht einfach das, was andere sagen. Und dass du bereit bist, das heute Abend hier zu teilen. Ich ziehe wirklich meinen Hut, weil es, das ist, glaube ich, für viele auch nicht selbstverständlich, weißt du, da zu sagen, ich rede da jetzt drüber. Ja, und ja, ich glaube einfach, es gibt so viele Eltern, die, glaube ich, auch einfach Angst haben. Denn das erste Gefühl, das in mir hervorkam, Gott, ich habe es nicht hingekriegt. Ja, ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe meine Tochter gefühlt Monate darauf vorbereitet und wir selber waren gar nicht darauf vorbereitet. Also ich glaube, wir haben 3 Tage vor dem Entbindungstermin erfahren, dass das Kind auf einmal in Beckenendlage liegt. Und ja, also es kam alles anders als gedacht und es hat uns einfach überrannt und ich habe so viele Eltern getroffen, die gesagt haben, ja, uns geht es ähnlich, aber Mensch, mach dir doch nicht so einen Kopf und ja, und innerlich hat einfach in mir was geschrien und ich hoffe einfach, dass viele Eltern ja den Mut haben, genau hinzugucken und einfach wegzuhören, was andere sagen, denn meine Tochter ist letzten Endes und mein Sohn auch sind das, was mir im Leben am meisten bedeutet und ja, wenn es denen nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Und ich habe so viele Abende einfach hier auf dem Sofa mit meinem Mann gesessen und wir haben beide geweint und haben gesagt, Mensch, es fühlt sich so falsch an. Also kann es nicht der richtige Weg sein. Und wow. Sagt der Mann auch liebe Grüße, ne? Dass er bereit war, sich dafür zu öffnen, da hinzugucken. Und weißt du, es gab einen Moment mit Günther, als die Waltraud da war, ich habe ihn mit Sicherheit schon im Podcast auch mal geteilt. Ihr kennt die Folgen teilweise besser, als ich sie kenne. Wir waren hier im Garten in der Hängematte und Waltraud hat, finde ich, sehr viel geweint und geschrien und wenig geschlafen. Und kann das so nachvollziehen, Jasmin, was du sagst. Ne? Ich habe den Kontakt verloren. Dann habe ich gestillt und habe gehört, dass mein Sohn Konflikt hatte und ich konnte nicht hingehen. Ja, und so wie mit ihm umgegangen wurde mit dem Konflikt, hat mir nicht gefallen. Und zerrissen. Ich war nie da, wenn ich hätte da sein wollen. Und gab es einen Moment in der Hängematte, wo ich
mit ihm da saß und diese Schaukelbewegung, ne, hat ja auch viel mit dem im Bauchsein zu tun, diese Geborgenheit. Und es hat sich so ergeben, da habe ich gesagt, genau das, was du beschreibst, ne, boah, schreit ganz schön viel, ne? Nervt total, oder? Ja, und dann konnte er das so rauslassen. Er durfte sagen, dass es ohne schöner war. Und irgendwann hat er gesagt, ach, weißt du, es ist ohne wäre es auch blöd. Ja. Ja, also das war natürlich noch wesentlich jünger, also fünf Jahre jünger. Und das ich kann das so nachvollziehen. Und deine Tochter ist ja noch viel und das ist einfach magisch. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Podcast dabei geholfen hat, euch, dass ihr eure Tochter sehen könnt und ihr den Raum geben könnt und dass ihr zu viert eine Familie werdet, das kriege ich nicht geregelt, das haut mich um. Es ist einfach wirklich, es ist ein ganz großes Ding, was du da machst und ja, also innerlich brennen ich selber schon so darauf, andere Leute damit anzustecken, denn ja, also wenn man so kleine Erfolge einfach nur sieht und ich mir dann vorstelle, wo stehen wir in 10, 15 Jahren und ich bin einfach so mächtig drauf. Vor 8 Monaten habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo soll das hinführen? Also dann feiere ich, wenn sie 18 sind und ausziehen, einfach nur, damit ich meine Ruhe habe. Und jetzt habe ich schon richtig Angst davor, dass sie irgendwann 18 sind und gehen werden. Na, da arbeiten wir auch noch dran, Jasmin. Nein, also, es ist ein... Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Hast du Konfetti bekommen? Ich glaube nicht. Warte. Hey! Ah, Jasmin, das war ein für mich wundervoller Abschluss. Deine Worte, ich bin gerade sehr in mich gekehrt, bin sehr bewegt gerade, ja. Das, vielen, vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast und dass du bereit warst, so spontan. Wow, und ich habe auch ganz viele Kommentare, vielleicht magst du gleich nochmal kurz durchscrollen. So viele Kommentare wertschätzend, die an dich gerichtet waren. Colli verabschiedet sich. Wir sagen Colli, gute Nacht. Colli kenne ich sehr gut aus dem Kurs. Deswegen gehe ich da kurz drauf ein. Jasmin, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dich irgendwie irgendwann wiederzusehen. Ich drücke dich ganz feste und du darfst genau oben rechts aufs Kreuzchen drücken. Dann sag liebe Grüße an deinen Mann und an deine 2 Kinder. Das mache ich. Schönen Abend. Ciao. 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 Ja, das ist Wahnsinn, ja. Das, Wo ist Papa eigentlich? Der ist auch hier, der sitzt im Verborgenen. Zum also, Wohl. Also. Was wollte ich denn abschließend jetzt noch sagen? Ich bin wirklich sehr gerührt. Jetzt habe ich es doch noch geschafft, mir Konfetti ins Glas zu schmeißen. Ist das zu fassen? Ja. Nach mir das Abend? Wir stoßen nochmal an, würde ich sagen. Guck mal, da schreibt jemand, die Therapeuten, La Ibu, werden dank Kathi in Zukunft keine Arbeit mehr haben. Oh ja, wow. Ja. Achtung, ich kann mir vorstellen, wie es gemeint ist. Ich bin keine Therapeutin. Das ist ganz liebevoll gemeint. Ja, ich bin nur, das ist mir ganz wichtig, ich bin keine Therapeutin, ich bin Beraterin. Gleichzeitig glaube ich, wenn die Menschen sich so mit dem beschäftigen, was du lebst, das ist schon viel, wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen, mich mit mir im positiven Sinne zu beschäftigen. Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das vermittelst du. Was ich versäumt habe bisher zu sagen ist, doch einmal habe ich es gesagt am Anfang, denkt an das Gewinnspiel zum 3-jährigen Jubiläum unter dem aktuellen Post. Könnt ihr noch bis morgen 9 Uhr teilnehmen. Ihr könnt einen Platz im Videotraining gewinnen, elterliche Macht fürsorglich einsetzen und einen Platz im Online-Kurs mit Kindern in Verbindung. Ich drücke euch fest die Daumen und falls ihr ganz neu dabei seid, schnappt euch das E-Book für 0 Euro. Da geht es darum, Bedürfnisse in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Oder das Workbook für 0 Euro. Da geht es darum, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Das ist auch alles von Herzen für 0 Euro. Genau wie der Podcast, genau wie der Blog, genau wie Instagram, genau wie der Herzensletter, der ja jede Woche rauskommt. Dafür darfst du dich auch gerne einladen. Da kriegst du das E-Book gleich obendrauf für 0 Euro. Also es gibt wirklich eine Menge Impulse einfach so. Und wenn du dann tiefer eintauchen möchtest, begrüßen
begrüße ich und die Community, die GfK mit Kati Community, dich ganz, ganz herzlich im Inner Circle, würde ich mal sagen, der auch immer größer wird. Ja, das war jetzt noch irgendwie so ein wichtig zu sagen. Ansonsten habt ihr noch was zu melden? Ja, ich überlege gerade, wie dein dritter Geburtstag gewesen ist. Da unterhalten wir uns später mal drüber. Ja, genau. Ob wir das noch auf die Reihe kriegen. Hey, hey, hey. Der nicht, war mit Sicherheit nicht bedürfnisorientiert. Danke. Nein. Ja, ne? Kein Problem. Ich habe das getan, was für mich... Das Bestmögliche, Mama. Auf jeden Absolut. Fall. War überhaupt nicht... Das war nicht... ich wollte keine Bewertung. Es war nur einfach... Es ist ein Fakt. Nein, das war ja auch ja, eigentlich so. Nur als Schaltvorlage. Ich wusste es nicht, meine Liebe. Nee, genau. Und, da werden wir uns gleich mal drüber unterhalten, ne? Genau, wie das so gewesen ist. Ja, genau. Habe ich noch viel zu sagen, aber gut. Ich kann mich an meinen dritten Geburtstag nicht erinnern. Nee, ich kann mich an die Geburtstage erinnern und weiß, dass ich alles super gut machen wollte und für schön machen wollte. Und scheinbar eben doch an den Bedürfnissen vorbei, weil ich irgendwelchen Mustern folgen wollte. Gleichzeitig stelle ich fest, dass kleine Äußerlichkeiten hast du übernommen. Das freut mich. Ja, definitiv. Und das freut mich. Ich werde nie vergessen, dass ich, also dass für mich dieser Abschied schwer war von diesem Kindsein, zu Hause sein. Und dann warst du in Münster im Studium und dann habe ich das gemalt, was ich zu Hause gemacht habe, um deinen Teller rumgelegt. Kannst du dich erinnern? Leider nein. Also ich auch nicht. Schon älter. Okay, auf jeden Fall haben wir sehr viel gefeiert, sehr viel getrunken. Daran kann ich mich erinnern. Ja. Ich musste um 6 Uhr wegfahren. Es war eine Migräne hast du bekommen. Migräne, es war der Stress hoch 3. Mir war es einfach wichtig, für dich das zu machen, was ich als wichtig empfand. Okay. Ja, das war wundervoll. Ja. Da was ich kann, daran kann ich mich erinnern. Und da haben wir sehr viel gefeiert und sehr viel getrunken. Ohne ja, das können wir ganz gut, ja. Ja, genau. Ja. Hast du nicht von mir. Ja. Ja, dann lass uns doch einmal anschließen. Ich bin ja wirklich, also Abschied ist echt nicht meine Stärke. Ich versuche jetzt dieses Live irgendwie rund zu beenden. Ich könnte ja ewig mit all diesen Menschen sprechen. Ich könnte auch noch Tausende einladen. Ihr seid herzlich eingeladen, mir als Video im Hochformat eure Kundinnenstimme zu senden, eure Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Einfach an mail@kw-herzenssache.de. Das geht bei mir runter wie Öl. Das ist für die Webpage oder für Instagram unglaublich wertvoll, einfach um noch mehr Eltern zu erreichen. Ich habe noch nicht genug, das kann ich euch sagen. Was denn, Mama? Oh, guck mal, der schreibt, also die schreiben so nett, der kommt, feiert doch schön und ganz liebe Grüße an Sanne oder Lolo oder was. Naja, ihr seid schon auch ein bisschen bekannt in der Inner Circle Community. Ja, und so nett, ganz liebevolle Kommentare. Vielen Dank an euch. Bin ich gar nicht gewohnt eigentlich. So. Nein. Es waren wirklich unglaublich für mich auch bewegende Kommentare hier. Ich habe versucht, parallel zu lesen, gleichzeitig präsent zu sein für meine Gäste hier im Video. Wow, das war die Party. Lass uns nochmal anstoßen. 3 Jahre. Hurra. Ja, großartig. Prost. Prost. Dann sind wir am Ende mit meinem redaktionellen Plan. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde überzogen. Ich finde, das war es wert. Mal gucken, ob meine Männer noch bei guter Laune sind. Es ist ja ein besonderer Moment. Also da kannst du ja schon mal jetzt auch ein Auge zudrücken. Ne? Also, absolut, genau. Finde ich schon. Ne? Immer. Gerne. Ich mache das die ganze Nacht. Ihr Lieben, ich habe euch, ich sehe und höre euch und wir sind ein Team, wir schaffen das gemeinsam, wir finden immer eine Lösung und wir rocken das. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Auch euch beiden, meine absoluten Special Guests, Mama und Papa. Vielen Dank für eure Liebe und legt euch wieder hin, ne? Wir legen uns wieder hin. Ja. Mit Vergnügen. Und denken an dich. Ciao, Mut, ciao, Papst, ciao. Danke an euch alle für die Oben rechts, Kreuz drücken.
Gut. Ja, mache ich. Ja. Und ich lese jetzt noch ganz kurz ein bisschen die Kommentare, was ihr schreibt. Das nehme ich mir jetzt einfach raus. Niki, du bist auch noch am Start, hör mal. Ich habe gelesen, du bist im Pyjama, deswegen hast du dich geziert, live zu gehen, als ob der Pyjama uns daran hindern würde. Was ist hier los? Kasi Piep schreibt, die Liebe spüre ich gerade durch den Bildschirm. Wow, es ist doch möglich, ne? La Foma haben wir sehr unterhalten. Das freut mal. Dani, du bist auch noch am Start. Alle noch da, alle noch da. Nur Curly ist ins Bett. Das sei ihr gegönnt. Alle sind noch da. Ja, ja. So schön, auch heute wieder einige Gesichter gesehen zu haben. Die Coco schickt mir noch ein Video. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Freue ich mich sehr drüber. Ich weiß, dass gerade ein Video, eine Kundinstimme als Video schon auch eine Herausforderung für viele von euch ist. Gleichzeitig ist sie so wertvoll, weil sie noch authentischer ist. Und die Hebamme Luisa bedankt sich auch für all die Impulse und profitiert als Hebamme und Mama von der Kathi wie bei Herzenssache. So schön. Gefühltes Leben ist, ich bin so verheult, das war so tief. Wow, ja, das war es wirklich. Und ich könnte noch, ich könnte ja noch. Ja, Gerda schreibt, wie schön, dass es dich gibt. Danke dir, dass du die Welt ein wenig besser machst. Das machen wir gemeinsam, Gerda. Ja, das mache ich nicht alleine. Ja, Niki, Pyjama-Party auf jeden Fall. Die steht an. Könnte das nächste Teamtreffen werden, Pyjama-Party. Was ist hier? Sektchen, na sicher. Frech wie Oskar. Frech wie Oskar. Ich habe deinen Namen vergessen. Hast du gesehen, dass ich all die Utensilien, die du mir mal geschickt hast, für mein Weben sowohl in meinen Webprojekten umgesetzt habe, als auch in diesen Kastanienketten? Hast du das gesehen? Also deine Utensilien sind in meiner Webtasche, in meiner Basteltasche. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Die Christine hat sich auf die Stelle beworben, die wir ausgeschrieben haben. So. Sonja war ja eben auch mit dabei. Ich glaube, die ist nicht mehr mit dabei. Das schreiben wir doch gleich mal auf. Ich habe nämlich eine Stelle ausgeschrieben in der Inner Circle, in der Kurs-Community. Nee, Herzensletter. Herzensletter war es. Nee, Kurs. Nee, Herzensletter. Ich weiß es nicht mehr. Also. Luisa, User schreibt, meine Welt hast du definitiv schon ein wenig freundlicher gemacht. Wow. Ja. Genau, Carina. Carina ist frech wie Oskar. So war es, Carina, genau. Bei La Marina habe ich viel bewegt als Mama und als für sie als Mama und Erzieherin. Die User hat sich auch beworben. User, wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Ihr mit euren Kosenamen hier. Blickt doch keine Kathi mehr durch. Das Ding ist, weil ich einige von denen kenne, die sich beworben haben, habe ich die Auswahl, mache ich auf gar keinen Fall alleine, weil das überfordert mich emotional ein wenig. Juliana, Jule. Alles klar, habe ich notiert. Es haben sich wirklich, finde ich, schon viele beworben auf die Stelle. Das, Gott sei Dank brauche ich das nicht. Auszusuchen. Ach, guck mal, mein Mann hat mir sogar ein Wasser hier hingestellt. Vielleicht trinke ich auch einfach mal einen Schluck Wasser. Was haltet ihr davon? Aha. Ja, los. Easy, ich danke dir auch fürs Dabeisein und Mitmachen. Ihr dürft jetzt gehen, und weil ich kann mich so schlecht verabschieden, das wissen mittlerweile schon einige. Könnt Stunden mit euch weitermachen. 11:15 ist es. Aha. Nicht mal wieder ein bisschen erden. 11:15. Es ist der 8. Februar 2022. Ach, bei Niki gab es nur Wasser. Nur Wein. Hat wieder kein Wasser bekommen. So ein Mist, Niki. Ich habe ein kleines Gläschen bekommen.
Och nee, Steffi, du bist jetzt erst dazugekommen, das gibt's doch nicht. Und Stefanie ist wieder da. Ich war für Steffi vor 3 Jahren ihre Rettung. Ach Steffi, mein Herz, wir kennen uns ja auch schon ein wenig mehr, intimer, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen. So schön, dass du nochmal reingeguckt hast. Schlaf ist mir wichtig, ja. Mir sind nur ganz viele andere Sachen auch wichtig. Das ist oft der Konflikt, den ich habe. Ja, ja, ja. Ich lese, ich lese, ich lese. So, ich trinke jetzt so. Ne? Wer mich länger kennt, kennt auch das schon, das mit dem so. Ich trinke jetzt noch dieses Glas aus und dann legen wir wirklich auf. Hm? Die Nacht kannst du mit mir durchmachen, das sage ich dir. Auch das wissen schon einige. Wow, Capo Seco schreibt jede Minute mit dir, ist schön. Oh, das freut mich, Mariana, dass dir das live so gefallen hat, dass du es als sehr authentisch wahrgenommen hast. Das ist mir so wichtig, weil ja, Authentizität ist mir ist eins der Bedürfnisse, die relativ weit oben stehen bei mir. Das kann ja jeder selber sortieren, die Bedürfnisse und die eigenen Werte, ne? Ach, guck mal hier. Sofe schreibt, schlaf schön, ich freue mich schon so auf den Podcast. Bisher nur Insta-Videos und Newsletter. Na dann, Sofe, geht's ja los, ne? Hast du 73 Folgen vor dir. Steffi schreibt, ich könnte mir eine Elternschaft ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Oh, vielen Dank, dass ich dich begleiten darf. Ach, die Carla ist da. Danke, Kathi, dass du bei mir unter dem Weihnachtsbaum lagst per Video. Mhm. Vor ein paar Tagen habe ich nun den Online-Kurs gebucht. Ich freue mich so sehr, noch mehr mit mir in Verbindung zu kommen. Carla, so schön, dass du da bist. Und das freut mich. Ich habe immer wieder gedacht, ist das Video angekommen? Hat das wirklich gemacht? War das Video okay? Hat Carla sich gefreut über die Überraschung? Danke, dass du mir geschrieben hast. Und oh, wie cool, dass ich das gerade gelesen habe, Carla. Mega. Könnt ihr das sehen? Ich freue mich, ich freue mich. Ah, ja, bis bald. Was? Welche Folge ist Konsequenz statt Konsequenzen? Das kann ich dir sagen. 32 und 33. Sehr empfehlenswert. Oh, wow. Jule schreibt, ich kann mich Anja Liss nur anschließen. Ich folge dir erst seit ein paar Wochen und fühle mich jetzt schon als bessere Mama als zuvor. Das freut mich sehr, wobei ihr immer die beste Mama gewesen seid, die ihr in dem Moment sein konntet. Ganz, ganz wichtig. Ach, wie schön. Steffi. Oh, bei Toni hört sogar der Mann den Podcast. Ja, ja, der Moritz hat ihn gecatcht. Ne? Das war ja auch mein Ziel, dass ich mit den Papa-Folgen die Papas ein wenig catche und deswegen habe ich entsprechend die Gäste ausgewählt. Ich lese Carla. Wow. Ach so, ich bin, glaube ich, ein bisschen im Verzug. Nee, Dine, wenn Eltern getrennt leben, gibt es noch keine Folge dazu. Ah, User schreibt, eine Mutter, der ich deinen Podcast empfohlen habe, hört diesen nun. Ist das die Wirksamkeit, von der du sprichst? Das fühlt sich nämlich mega an. Das ist unter anderem die Wirksamkeit, von der ich spreche, User, genau. Und das ist so ein geiles Gefühl, ne? Ach, Mama schreibt, Elternschaft, es gibt doch auch Großelternschaft, habe ich jetzt endlich durch dich verstanden, mein Tochterherz. Wow. Oh, die Daniela ist da von die kleine Botin. Oh wow, du bist da. Daniela war auch zu Gast in 2 Folgen. Da geht es um, wie ist der Titel? Helft mir schnell. Ah, ist es Selbstfürsorge? Helf mir mal schnell. Daniela, wer hilft mir jetzt kurz? Daniela war zu Gast. Die liebe Daniela.
die ich so sehr schätze, war zu Gast. Habt ihr schneller als ich? Nein, habt ihr nicht. Wartet. Fürsorge. Irgendwas mit Fürsorge, oder? Ich guck mal schnell. Ah, verrätst du noch mal, welche beiden die Papa-Folgen sind? Ich muss mal meinen Mann catchen. Die Papa-Folgen. Wartet. Ja, hier, Effi, Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Folge 29 und Folge 26 sind die mit Daniela. Yay! Und die Papa-Folgen, kann ich dir auch sagen, Papa, wir haben ja eine Suchfunktion im Podcast, auf der Webpage, Folge 46, Folge 45, Folge 42, Folge 41, Folge 40, Folge 39. War mir wohl wichtig, das Thema. Also gebt einfach in der Suchleiste auf der Webpage kw-herzner.de, ist klar, ein, was ihr sucht. Papa-Folgen. Ja, Selbstversorge, ihr geht schlafen. Das ist genau das, was ihr jetzt macht. Nein, ADHS gibt es nicht, weil ADHS überhaupt nicht meine Expertise ist. Und ich rede nur über Sachen, wo ich sagen kann, da kenne ich mich aus. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und wenn, hole ich mir sonst KollegInnen dazu. Herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Geburtstag, schreibt Jazi. Ich wünsche, die Lehrerin meines Sohnes würden ihn hören. Wie könnte ich denn vorsichtig darauf hinweisen? In der Schule. Na, es gibt ja die Podcast-Folge HW Hausaufgaben, wie dein Kind gerne in die Schule geht. Da spreche ich ja mit Martina, die auch Lehrerin gewesen ist bis vor kurzem. Podcast-Folge 66. Ansonsten gibt es einen Aushang auf der Podcast-Seite auf meiner Webpage. Den könnt ihr ausdrucken. Das ist ein DIN A4-Blatt. Könnt ihr einfach verteilen, aufhängen, wie ihr wollt. Muss man, um zur Community zu gehören, alle Folgen und Nummern auswendig kennen? Nein, auf gar keinen Fall. Oh, Joe Lima schreibt, mein Mann und ich starten gleich deinen Podcast. So geil, herzlich willkommen. Da ist die Sonja doch wieder. Sonja, ich sprach gerade von dir. Sonja, es haben sich auch welche beworben, und zwar die Christine, die im Live dabei war, und die Juliane / Jule. Und ich weiß ja, dass auf jeden Fall die Jane sich auch beworben hat, glaube ich. Nicht? Du bist ja beim Auswahlverfahren damit dabei. Also die Christine war heute live mit mir. Das ist nämlich Sonjas Aufgabe am Ende. Damit ich hier gefühlsmäßig nicht überfordert bin. So, jetzt trinke ich auch wirklich mal das Glas aus. Ne? Gute Nacht, Dani. Wir sprechen, hören uns, lesen uns. Konfetti im Glas. Ja, ich höre jetzt auf, Sonja. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin emotionalisiert. Da geht's mit mir durch. Zu Geschwisterkindern ist Folge G wie Gerechtigkeit. Gib mal ein G wie Gerechtigkeit und K wie Konflikt unter Kindern. Ist übrigens eine der meistgehörten Folgen. Folge Nummer 4, K wie Konflikt unter Kindern. So, jetzt ist Schluss. Hier, letzter Schluck. Es ist gleich 11 Uhr. Wir sind also 2,5 Stunden live. Das ist ja auch schon wieder krank hier. Finde ich. Hooray! Macht es gut. Ich bin euch unfassbar dankbar für unsere gemeinsame Wirksamkeit. Wir knacken quasi über Nacht die 2 Millionen Hörerinnen schafft. Wir alle hier bewegen was. Lasst uns gemeinsam weiter in die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Das ist meine Vision und ihr seid mit dabei. Ich danke euch aus tiefstem Herzen und ich freue mich, von euch zu lesen, euch zu sehen, von euch zu hören. Und danke aus tiefstem Herzen für eure Bereitschaft, meine Impulse anzunehmen, immer wieder anzunehmen und für euch umzusetzen, dass ihr euren Weg findet. Schlaf gut. Ich bin beseelt. Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Ah.
Ja, das war's. Ich hoffe, du konntest viele Impulse für dich mitnehmen. Schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und falls du noch tiefer in die GfK mit Kathi eintauchen möchtest, dann lege ich dir eines meiner zwei Gratis-Produkte ans Herz. Einmal das Gratis-E-Book, gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, Bedürfnisse so umformuliert, dass dein Kind dich besser versteht. Oder und das Gratis-Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst, findest du beides auf kw-herzenssache.de unter Gratis. Und denk daran, mit deinem Like, mit deinem Kommentar, mit deinem Abonnement kannst du mich am effektivsten in meiner Wirksamkeit unterstützen. Ich sage danke dafür. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten und du kannst gerne auf die Glocke klicken und dann bist du hier immer auf dem neuesten Stand bei YouTube. Ich freue mich auf dich.